Hallo, moin moin und herzlich willkommen heute Abend mal zu einem ganz anderen Video als sonst. Heute auf dem Montagabend, so muss man das ja nennen, wenn die Sonne untergegangen ist, ist der neue Tag angebrochen. Der Tag beginnt immer mit der Dunkelheit, das steht so in der Bibel und jeder, der es nicht glaubt, der sollte seine Bibel besser lesen und von diesem antichristlichen System und Tag, von der um Mitternacht beginnt und so weiter, mal die Bibel lesen und studieren, um das zu lernen. Also am Montagabend, normalerweise, wenn der Tag mit der Dunkelheit angebrochen ist, machen wir abends eine Lesung. Im Augenblick, im Winter zumindest, ist die Sonne untergegangen, weil wir haben heute den 1. März. Und normalerweise machen wir eine Lesung, entweder Babylon Mysterienreligion oder Doppelgesicht des Papsttums oder etwas anderes, was gerade gelesen wird. Wenn die gerade eben genannten Bücher durchgelesen sind, dann wird das wahrscheinlich fortgesetzt mit anderen, aber heute machen wir was anderes. Aus einem sehr gegebenen Anlass. Dieser Anlass wurde bereits letzte Woche gelegt, am Dienstag. Das ist noch gar nicht so lange her, angesehen, dass wir also heute erst Montag haben, noch keine Woche. Der Michael, der hatte auf seinem Kanal, den kennt ihr ja, den Michael von MK 2007, ich zeige mal eben das Foto hier, der wird dann auch gleich ein paar Worte dazu sagen. Ich mache nur eine kurze Einleitung. Der Michael hat seit einigen Wochen da Psalme gelesen und auf seinem Kanal hochgeladen, was er sehr schön gemacht hat. Immer nur ein stehendes Bild da rein, den Text damit rein, hat das schön vorgelesen, war ganz angenehm, sich anzuhören und anzuschauen. Und da hat er eine Beschreibung dazu und ich habe da einen Kommentar zugegeben und der Kommentar war nicht ganz richtig und also eine ganze Geschichte. Im Endeffekt hat das dazu geführt, dass wir letzte Woche Dienstag, als wir Bibelstudie mit Perry hatten, das sind ja die Sendungen, die wir in drei Sprachen machen, nämlich in Niederländisch, Englisch und Deutsch, hat das dazu geführt, dass wir eine Diskussion über die Schlachter 2000 Bibel wieder einmal hatten, ja, die ich hier ins Bild reinnehme, dass jeder weiß, um welche Bibel es hier geht. Das ist die, die wir eigentlich den deutschen Zuschauern immer empfehlen, sich zu besorgen, weil diese Bibel ja behauptet, sie ist auf dem Original, dem masoretischen Text im Alten und dem Textus Receptus im Neuen Testament basiert und von daher die einzige Bibel, die die originalen Texte gebraucht, die zum Beispiel auch die King James Bibel gebraucht, im Englischen. Und von daher die einzige wirklich vertrauenswürdige Übersetzung, sage ich jetzt mal, in die deutsche Sprache. Nun, die hatte diese vertrauenswürdige Übersetzung, die hatte bereits in der Vergangenheit bei uns so einige Magenschmerzen verursacht. Ja, mein Hund hat auch gerade Magenschmerzen, entschuldigt, das ist der, der da hinten hustet. Diese Magenschmerzen sind zustande gekommen aufgrund dessen, weil wir gemerkt haben, dass die Bibel nicht immer so übersetzt ist, wie man es eigentlich erwarten sollte, nämlich korrekt in dem Sinne. Um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen, lasse ich meine Einleitung wegfallen und werde eben das Wort an Michael überlassen, der euch ganz genau erklären kann, worum es geht. Und was ist das Speziale heute an der Sendung? Nicht nur, dass Michael euch jetzt etwas erklärt, nein, wir haben die Mikrofone über Skype freigeschaltet natürlich, wie das sonst bei den Lesungen auch ist, aber dann hält ja jeder seinen Mund aus Respekt vor meiner Lesung, was ich anständig finde, was aber schade ist, weil ja nicht so viel Response, also so viel Antwort da ist. Heute wird die Antwort hoffentlich sehr, sehr vielseitig sein, weil wir wollen eine offene Diskussion machen und worüber, das wird der Michael euch erzählen, dann seht ihr dieses Bild nachher noch größer eingeblendet. Also, nach meiner jetzt doch langen Einleitung erstmal den Michael ans Wort kommen lassen, bitte. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Anwesende und vor allen Dingen natürlich auch alle lieben Zuschauer und Zuhörer, wenn dieses Video dann halt online geht und auf on air sozusagen. Also folgende Hintergrund ist passiert. Wir haben ja jetzt hier schon seit einiger Zeit aus der deutschen Bibel zitiert. Das heißt, für alle möglichen Lesungen, sei es jetzt Bibellesungen in welcher Sprache auch immer oder halt für andere Videoreihen, ob es jetzt satanische Medienagenda, Agenda oder ob es jetzt hier für alle möglichen anderen Sachen, Herrscher des Bösen und was auch immer da Sache war, gemacht worden ist, da haben wir immer aus der Schlachter 2000 Bibel zitiert, weil das auf dem Textus Receptus basiert hat, auf dem Neuen Testament, auf dem wirklichen überlieferten Text. Und ich hatte in meiner ganzen Laufbahn ganz viele verschiedene Bibeln schon genommen. Früher halt die ganz normale Schulbibel, wo man natürlich nicht aufgeklärt, also nicht wirklich
wissend war, dass es noch viele andere gibt. Die hat mich also dann 20, 30 Jahre lang locker begleitet und danach halt Lutherbibeln. Speziell habe ich immer noch so ein, ja, so eine Art Ehrfurcht oder halt zumindest weiß ich die 1545 zu schätzen. Und ich habe ein paar andere Bibeln auch noch hier. Und dann irgendwann sind wir auf die Schlachter 2000 dann umgeswitcht, weil wir halt gemerkt haben, das ist doch ein relativ vernünftiges Deutsch geschrieben und auch der Herr Eberzhäuser hat da wohl dran mitgewerkelt und deswegen war das halt vom ersten Eindruck her schon mal ein ganz guter, bis wir dann einfach angefangen haben, in Deutsch Bibellesungen zu machen und haben dann da schon selbst im ersten Buch Genesis festgestellt, dass es da einige Diskrepanzen gibt und dass wir aus verschiedensten Gründen die englische King James Bibel bevorzugen. Das war dann schon mal halt Thema schon im letzten Jahr gewesen. Und es ist dann so gewesen, dass ich gesagt habe, so im Dezember letzten Jahres, wo ich mal 2-3 Wochen Urlaub hatte, jetzt möchte ich gerne so ein laufendes Projekt machen als Ausgleich zu diesen ganzen aufklärerischen Videos, die ich sonst mitproduziere oder halt sogar federführend bin. Und dann habe ich mir gedacht, dann lese ich doch einfach mal die Psalmen und habe das dann auch eingespielt und dann auch veröffentlicht, bis die zur Folge 10 letzte Woche, hatte aber schon im Hintergrund immer mir eine ganze Menge Psalmen rausgesucht und die inklusive Psalm 55 schon eingestellt und produziert und mit Texten versehen und. Und ich habe dann halt den Jörg mal, der hat auf eins meiner Videos dann halt reagiert und hat dann gesagt, ja, also wenn du die Psalmen vorliest, du hast doch da so einen Text drin, kannst du den bitte um Psalm 53 erweitern, wo es um das Leiden Jesu Christi geht. Und da habe ich gesagt, Moment mal, erstens bin ich noch gar nicht bei Psalm 53, zweitens, dieser Erklärungstext, den ich da gemacht habe, der stammte aus dem Einführungskapitel der Schlachterbibel. Und da hat er dann geschrieben, ja, aber ich halte meine Bitte weiter aufrecht. Und da habe ich mir dann überlegt, Psalm 53, da bin ich in den Psalm 53 reingegangen und festgestellt, der klingt so ähnlich wie Psalm, und jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf, ich glaube Psalm 14 war das gewesen. Und ich denke mir, gut, für ein 1-Minuten-Video, warum soll ich mir die ganze Arbeit machen? Das ufert ja aus. Ich kann ja nur nicht jedes Video kontrollieren und schauen, ob es da noch andere Querverweise zu jedem anderen Psalm gibt. Das irgendwann übersteigt es ja wirklich mal den ganzen Arbeitsaufwand. Der ist ja nachher nicht mehr zu bewerkstelligen. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Ich habe mir dann den Psalm 53 angeguckt und habe dann festgestellt, okay, der hat schon etwas damit zu tun, aber das, ich glaube, der Jörg, der meint Jesaja 53. Und nichtsdestotrotz habe ich mir den Psalm 53 aufgrund seiner Anmerkung angelesen und dann gedacht, okay, aber den hast du doch schon eigentlich veröffentlicht. Also den hast du ja schon produziert, den hast du noch nicht veröffentlicht. Und da bin ich nochmal in den Psalm reingegangen und habe mir gedacht, okay, guckst du dir nochmal vorsichtshalber nochmal eben die Übersetzung an, vielleicht hast du ja im Englischen wie so oft eine ganz andere Bedeutung, beziehungsweise hast du dann ein besseres Verständnis. Das ist ja beispielsweise speziell im Daniel-Kapitel 9 so, dass man die deutsche Schlachter da überhaupt nicht verstehen kann. Also mir geht es zumindest so. So, und dann bin ich hingegangen und habe mir dann den Psalm speziell dem Psalm 53 angeguckt und habe dann festgestellt, Moment mal, das ist am Anfang, klingt das noch alles gut, aber dann ging es halt zu dem letzten Absatz, und zwar in Deutschen halt eben den Absatz 53,7. Und habe dann festgestellt, Moment mal, erstens gibt es den in Englisch überhaupt nicht, und zweitens ist es dann so, dann ist dann einfach dieses Wort, wenn Gott das Geschick wendet, ist im Englischen so übersetzt, when God bringeth back the captivity of his people. Da habe ich mir gedacht, wie, captivity of his people? Mit Geschick übersetzt, das ist aber, ob das nur wirklich geschickt ist, das ist die andere Frage. Und aufgrund dieser Diskrepanz habe ich dann das gemacht, was ich dann regulär immer mache. Und zwar ist das, dass ich in der englischen Software eSort nachgeguckt habe, wie denn da der Wortstamm aussähe von diesem Stück. Und das heißt eben dann auch wirklich im eSort selber eine Gefangenschaft. Ja, steht hier drin. Ja, und deswegen habe ich gesagt, Moment mal, also jetzt kann ich nicht mehr. Wegen einem komischen, also da steht auch Captivity im eSort drin, H7622. Ja, so, und hier steht also wirklich konkret Exil, konkret Gefangene. Also das hat jetzt erstmal nichts mit Geschick zu tun. Und dann hatte ich echt so
dann war ich echt ein bisschen stimmungsmäßig ein bisschen geknickt, weil ich ja zu dem Zeitpunkt schon diese ganzen Psalmen eingelesen habe und mir gedacht, ich kann doch jetzt nicht für jeden einzelnen Psalm den jetzt auch noch mit der King James Bibel vergleichen, dann auch noch mit der Software vergleichen. Und ich habe auch noch andere Kommentare von anderen Menschen bekommen, so nach dem Motto, ja, das kannst du doch jetzt nicht bringen. Du machst ja alle Arbeit von uns zunichte, die wir überhaupt versuchen, die Menschen an die Bibel zu bringen. Und du gibst ja jetzt Wasser auf die Mühlen aller Bibelkritiker. Ja, ich kann nicht dafür. Es geht sich doch hier bitteschön nur um die deutschen Bibeln. Es geht sich doch jetzt nicht um die englische King James Bibel. Es geht sich jetzt erstmal auch nicht um die Staatenverteidigung. Und es geht sich nicht um irgendeine Bibel in Thailand oder was weiß ich wo kursiert. Es geht sich darum, dass es eine Unmenge von gefälschten Bibeln gibt. Und die Frage ist doch, warum gibt es denn hier zumindest im Deutschen keine vernünftige, handhabbare Bibel mit einem vernünftig übersetzten Text? Denn Captivity hat nun mal nichts mit Geschick zu tun. Und deswegen habe ich gesagt, so, ich bin jetzt ganz konsequent, ich habe so die Nase voll. Jesus Christus 14,6, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich ist es so, Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wenn man Jesus Christus nachfolgt, möchte man einfach die Wahrheit haben. Und wo ist jetzt die Wahrheit? Die ist aber definitiv, zumindest auch im Psalm 53,6, nicht in der Schlachter. Und dann bin ich halt so konsequent gewesen, habe alle Psalmen sofort vom Kanal runtergenommen. Und die sind jetzt halt nicht mehr schaubar, bis auf eine Erklärung von mir, dass eben diese ganze Geschichte eingestampft ist, bis auf weiteres, weil ich eben nicht irgendwelche Texte vorlesen mag, auf meinem Kanal, mit meinem Namen, mit meiner Stimme, die eben nicht auf Deutsch nicht koscher sind. Und da habe ich einfach keine Lust zu. Und es kommt letzten Endes ja jetzt nicht alles auf diesen Psalm 53,6 an, sondern es kommt darauf an, auf diese ganzen Erfahrungen, die man jetzt durch die ganzen Jahre mit der Bibel hatte, mit verschiedenen Übersetzungen und natürlich auch speziell seit der Zusammenarbeit mit den ganzen tollen Leuten hier auf diesen Kanälen. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, weil irgendeinen vergesse ich dann wieder, deswegen lasse ich jetzt am besten sein, den man halt gewinnt. Und wir wissen halt, in der Genesis sind verschiedene Fehler drin, in dem Psalmen sind Fehler drin, speziell im Kapitel Daniel sind Fehler drin. Und es war schon vor vielen Monaten schon ein ausdrücklicher Wunsch Jesaja. Von mir, den ich mal... Jesaja 14 zum Beispiel. Jesaja 14 auch, Daniel 9 und so weiter. Es war halt schon lange Zeit mein Wunsch, als ich gesagt habe, wenn wir Bibelstudie machen, müssten wir eigentlich damit parallel auch die ganzen Fehler schon mal mit aufschreiben, um dann halt nachher auch zu wissen, wo die ganzen Fehler drinstecken. Das haben wir natürlich im Eifer des Gefechtes irgendwann nicht gemacht. So, jetzt um die ganze Geschichte abzukürzen, ist, es war immer schon mein Wunsch gewesen, eine deutsche vernünftige Übersetzung zu haben. Aus dem ganz einfachen Grunde haben wir auch die King James Bibel 1611 da erstmal als Ursprung genommen. Und zwar der Grund meiner Meinung nach ist der, erstens war damals ein sehr, sehr fähiges Team unterwegs gewesen mit ganz vielen Menschen, die halt da halt wirklich vernünftige Studien betrieben haben und nicht irgendwie mal irgendetwas mal auf die Schnelle gemacht haben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, es steht für die King James Bibel steht eben ein Korrekturtool zur Verfügung namens eSort, sodass man dann aufgrund der englischen Sprache und aufgrund der englischen King James Übersetzung eben dann in die Originaltexte rein kann. Und wer da jetzt kommt und sagt, ja, aber ihr seid doch überhaupt kein offizielles Übersetzerteam und ihr könnt doch gar nicht Althebräisch und Altgriechisch und so weiter und so fort, ja, dieses Problem haben alle anderen vorher auch gehabt. Ja, und wir stehen jetzt hier gerade am Anfang mit einer absoluten Mammutaufgabe, dass man halt sagen kann, okay, es gibt im Deutschen keine vernünftige Übersetzung. Es gibt keine, die ich bis jetzt gefunden habe und ich könnte jetzt 6 oder 7 Bibeln aus dem Stegreif auf, oder 10 oder 20 aufrufen. Und es war für mich ein absolutes Unding, dass der Psalm 53,6 dann wiederum in der Luther 1545 mit Gefangenschaft korrekt drin steht, sogar in der Übersetzung der Zeugen Jehovas korrekt drin steht, aber in der Schlachter 2000 nicht. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Ich kann ja nicht hingehen und kann jetzt anderen Menschen eine Bibel empfehlen oder anbefehlen, die eben eine schlechtere Übersetzung bietet als eine Bibel, beispielsweise der Zeugen Jehovas, die ja Jesus Christus noch nicht mehr akzeptiert und dann nachweislich dann halt Zufügungen beigemacht hat, beispielsweise in Johannes 1,1. So, und deswegen ist halt, habe ich gesagt, so, ich habe jetzt die Nase voll. Ich kann guten Gewissens nicht mehr die Schlachter 2000 empfehlen und ich habe im Augenblick keine deutsche Bibel zur Hand, wo ich sagen könnte, dass die eine Übersetzung bietet, die man nehmen kann, um dann eine vernünftige Bibelstudie damit zu machen und um die anderen Menschen halt auch wirklich dann
zu empfehlen. Und deswegen nehme ich jetzt für mich die King James Bibel 1611, aus dem Grunde, weil ich bis jetzt keinen wirklichen Verständnisfehler gefunden habe. Ich weiß, dass es da Textfehler drin gibt, aber keinen Verständnisfehler insofern gefunden habe. Und zum Zweiten ist es so, dass es da eine vernünftige Korrektursoftware oder eine Software für gibt, die dir die offiziellen hebräischen und griechischen und so weiter, die ganzen Wortstämme anzeigt, sodass man dann, wenn man sich ein Tool zusammenstellt, aus Menschen, die sich damit begeistern können, aus bibeltreuen Christen, aus der King James Bible 1611, aus der Software eSword und zusätzlich auch noch aus hebräischen und altgriechischen Enzykliken und eventuell vielleicht auch noch Menschen findet, die halt dementsprechend da jetzt auch noch entsprechende Kenntnisse haben, eigentlich eine vernünftige Bibelübersetzung hinkriegen müsste. Das wäre so die Lackeinheit. Darf ich da mal kurz was zu sagen? Bitte, bitte. Zu deinen hebräischen Texten und griechischen Texten. Also, ich habe ja auch den Kommentar gelesen, das, was du hier sagtest, ist ja eine Antwort auf einen Kommentar, den jemand geschrieben hat auf ein Video, wo das bereits gepostet wurde. Und ich muss da ganz ehrlich zu sagen, es ist gar nicht nötig, um Griechisch und Hebräisch zu kennen, um diese Schlachterbibel, um diese Bibel jetzt zu übersetzen, weil wir gehen davon aus, dass die König James bereits eine unfehlbare Bibel ist, aber eben ins Englische übersetzt. Aufgrund der Texte. Wenn wir irgendwann mal Zweifel hätten an diesen Texten, wie hier zum Beispiel jetzt das Wort Schibis, ja, oder Schibut, wo es also geht um das Exil, um den Gefangenen, ja, dann könnte man immer noch sagen, okay, dann nehmen wir uns das Wort spezifisch vor und gebrauchen dafür ein Wörterbuch und schauen das im Wörterbuch nach. Das haben andere Übersetzer vorher auch schon gemacht. Aber wir gehen im Prinzip davon aus, dass die König James eine korrekt übersetzte Bibel ist. Deswegen propagieren wir seit Jahren die König James. Ich kann doch jetzt nicht auf einmal sagen, von jetzt will ich die König James ins Deutsche übersetzen. Aber jetzt muss ich erstmal sehen, sind denn überhaupt die König James Übersetzungen aus dem Griechischen und aus dem Hebräischen überhaupt richtig? Nein, das Vertrauen habe ich. Ich weiß als Christ, dass damals dieses Komitee von König James, das eingesetzt wurde, die Bibel zu erstellen, das hat 7 Jahre daran gearbeitet, meine lieben Brüder und Schwestern, 7. Sagt euch die Zahl was? Ja, die wurde 1604 eingesetzt und hat 1611 die Bibel veröffentlicht. Ja, es waren ungefähr 54 Leute in 6 verschiedenen Gruppen. Ich glaube 6 Gruppen mit 9 Leuten oder sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, ich habe das damals in meiner englischen Lesung Did the Catholic Church Give Us the Bible von Chick Publications, habe ich das ja vorgelesen. Da kann man ja mal nachschauen, wenn man jetzt wirklich das Detail wissen möchte. Der Punkt ist doch nur der, wir bezweifeln nicht, dass die König James korrekt übersetzt ist. Wir bezweifeln, dass die Schlachter korrekt übersetzt ist. Wir bezweifeln das nicht nur, weil wir einfach Zweifler sind, sondern wir bezweifeln das, weil wir viele, viele Verse inzwischen gefunden haben, wo, wenn ich den deutschen Schlachtertext neben den englischen König James Text setze und ich Deutsch und Englisch kann, ich merke von, Entschuldigung, was da in Englisch steht, steht da nicht in Deutsch. Das ist genau wie das Beispiel, was wir hier gerade angeführt haben mit Psalm 53, Vers 7 im Deutschen, Vers 6 im Englischen. Okay, dass hier dieser Anfang als Vers gezählt wird, deswegen das Deutsche 7 hat und im Englischen wird das nicht gezählt, da steht es einfach hier. Ah ne, da steht es auch als erster. Naja, wurscht. Ist der erste Vers halt länger. Ne? Deswegen ist es so, da kann man noch drüber hinwegsehen. Weil als die Bibel geschrieben wurde, und das ist ja der Punkt, auf den es ankommt, als die Bibel geschrieben wurde, da gab es keine Unterteilung in verschiedene Kapitel und da gab es keine Unterteilung in verschiedene Verse. Das waren Schriftrollen. Ja? Das Buch Genesis heutzutage unterteilt in, ich glaube, irgendwas von 50 oder 55 Kapiteln. Es war eine Schriftrolle. Es war das Buch Genesis. Und danach hattest du das Buch Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua und so weiter und so weiter und so weiter. Und jedes Buch war eine einzige Schriftrolle, a roll, ja, ein Wort, was man heute auch für ein Brötchen gebraucht, aber es ist was anderes, eine Schriftrolle. So, und der Punkt ist, wir bezweifeln nicht, dass die König James da die korrekte Übersetzung dran ist. Wenn wir Zweifel haben, haben wir eSword und haben wir durch eSword die original hebräischen und griechischen Wörter und können das auch nochmal nachschauen. Aber es geht darum, dass es eben vom Englischen ins Deutsche, wenn wir das übersetzen, eine korrektere Übersetzung gibt, als wenn wir das vom Originaltext ins Deutsche übersetzen, wie die Schlachter behauptet, das getan zu haben.
Das ist der Punkt. Also ja, sagen wir, ihr kann es gleich. Also sagen wir, wir brauchen eine Bibel, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt, weil wir gehen davon aus, dass die König James korrekt übersetzt ist. Und das wollen wir im Grunde machen. Das ist das Anliegen für uns. Das ist der Grund der Diskussion heute Abend. Das ist der Grund, weshalb wir uns hier in dieser Lesung zusammengefunden haben. Und ich hoffe, in einer Stunde oder etwas über einer Stunde ein einigermaßen vernünftiges Video damit zusammenkriegen, um den Leuten deutlich zu machen, warum wir uns dieser Aufgabe widmen wollen. Und wie das dann genau vor sich gehen soll, dafür sind ja alle hier in der Lesegruppe mit eingeladen, um daran teilzunehmen und ihre Meinung darüber kundzutun. So, bitte, Michael. Ja, mein Punkt ist letzten Endes der, ich vertraue der King James Bibel schon, aber ist nämlich deswegen, weil die englische Sprache ist ja unterschiedlich zur deutschen Sprache. Und im deutschen Sprachgebrauch haben wir eine ganze Menge Wörter, die man anstatt dessen beispielsweise vielleicht des Verständnisses wegen dann halt besser gebrauchen kann. Beispielsweise bei Captivity fällt mir ja auch Knechtschaft ein. Nicht nur Gefangenschaft, sondern Knechtschaft. Man müsste also wirklich schauen, was der Wortstamm dahergibt. Und dieses Korrekturtool habe ich eben mit der englischen King James Bible. Deswegen ist das für mich der Ursprung erstmal. Und ich könnte halt dann eben, oder ich kann halt dann, das, was ich jetzt die ganze Zeit mache, kann eben dann ins Originale, wie jetzt hier beispielsweise hebräische Wörter Shebot oder Shebet rein und kann mir halt angucken, was dieses Wort vom Wortstamm her eben hergibt. Ja? Genau. So, und dann habe ich eben im Deutschen eine Auswahlmöglichkeit, die ich machen kann, aber es funktioniert nicht, dass ich halt dann Gefangenschaft oder Gefangener eben dann halt mit was war das jetzt nochmal mit Schicksal? Geschick, oder? Mit Geschick. Mit Geschick eben übersetze. Das funktioniert nicht, ja, weil hier das haben wir ja die Luther-Bibel, was ganz anderes. Ne? Luther 1545, er sagt ja. Und ja, Gott ja, genau. Sein Gefangenvolk erlösete. Ja, ne? Ja, genau. Das ist der Punkt. So, und deswegen, warum soll man nicht beim einen oder anderen Wort, was da vielleicht doch mal da aufscheint oder was dann sehr sensibel ist, wie beispielsweise bei Daniel 9 oder bei Jesaja 14, 12, warum soll man da nicht das Korrekturtool dann mitbenutzen und eigentlich die Geschichte anhand des Korrekturtools eSort Plus machen und nicht anhand der King James Bible, verstehst du? Ja, ich verstehe. Und ich möchte da noch eine kleine Sache eben hinzufügen, in eigener Sache. Ich habe mir ja vor einigen Jahren, glaube ich, ist es inzwischen schon her, die Mühe gemacht, eben das von Michael angesprochene Stück der Bibel, Daniel Kapitel 9, vor allen Dingen Verse 24 bis 27, also 4, 5, 6 und 27, die vier letzten Verse des Kapitels 9 von Daniel, um die aus der König James bereits ins Deutsche zu übersetzen. Das habe ich damals ja schon gemacht, aber nicht wirklich professionell. Ich habe es zwar übersetzt, aber ich habe hier bei dem einen oder anderen Wort auch ein bisschen, lass uns mal sagen, das nicht so durchgetrieben, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt die Bibel in Deutsch wirklich schreiben. Dann hätte ich da ein bisschen mehr hintergestanden, hätte mir die Worte ein bisschen genauer angeschaut, auch die Bedeutung der Worte, weil es ist ja auch so, es geht ja oftmals eben auch um kirchliche Ausdrücke, ja, um theologische Ausdrücke, um es so mal zu sagen. Und da muss man in diesen Ausdrücken auch geschult sein, um sie richtig zu verstehen. Ja? Das ist ja auch oftmals das, mit dem ich konfrontiert werde, wenn ich diese Lesung mache, wo ich die römisch-katholische Kirche anprangere. Ich kenne aber nicht viel von der römisch-katholischen Kirche, weil ich war da nie aktives Mitglied drin. Ich habe die ganzen Sachen nie mitgemacht. Ich kenne das nur vom Studieren darüber. Und natürlich muss man sich dann immer wieder neue Worte anlernen und muss sehen, was heißt das, was bedeutet das und so weiter und so weiter. Das habe ich damals auch nicht gemacht. Aber in den Videos, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, in drei Videos, knapp drei Stunden lang, habe ich mir bereits die Mühe gemacht, um eben damals auf der Basis der König James den Text dort zu übersetzen ins Deutsche und habe ganz deutlich aufgezeigt, dass die Schlachter, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jetzt damals mit der Schlachter 2000 oder mit welcher Bibel verglichen habe, dass jedenfalls die deutsche Bibel, die ich damals hatte, im Vergleich dazu überhaupt nichts taugt. Die sorgt nur für Verwirrung, das ist überhaupt kein Text, den man begreifen kann. Ja, und uns geht es im Grunde darum, dass wir normalerweise sagen, die König James ist eine gut übersetzte Bibel. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen perfekt, obwohl eigentlich das Wort perfekt hätte sein müssen, weil ich vertraue ja darauf, dass Gott seine Hand im Spiel hatte und dass er dafür gesorgt hat, dass wir heute in den allerletzten Tagen auf dieser Erde zumindest eine Bibel haben, die 100% korrekt ist, weil er hat gesagt in seinem eigenen Wort in der Bibel, die Erde wird vergehen, alles wird vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und sein Wort ist eben auch das geschriebene Wort in der Bibel. Und von daher gehe ich davon aus, dass es in der König James so korrekt wie möglich enthalten ist. Und wir wollen eben im Grunde aus dem Englischen das ins Deutsche übersetzen, schauen uns aber immer auch die Wortstämme an, dafür eben das Tool eSort, was dabei gehört, wo man wunderbar dann eben auch die Originalwörter sich anschauen kann.
und dann darauf zurückgreifen kann. Und zwar in jedem Buch, wie ihr hier seht. Ja, hier sind die ganzen Bücher der Bibel von der Offenbarung im Neuen Testament bis runter zu Genesis im Alten Testament, alle aufgeführt. Und überall sieht man hier die Verse und dann ist das normal geschriebene hier, das ist die, das ist der Text und dann hat man hier darunter die Wortstämme mit diesen Bedeutungen. Guckt euch das mal an, was für Wortstämme das teilweise sind. Die waren sich davon auch bewusst, dass die Sprache damals sowohl Griechisch als auch Hebräisch viel reicher war als unsere Sprache heute. Deswegen kann es sein, dass ich hier ein Wort habe wie Nathan und dann folgt da so eine dicke, lange Erklärung, was das alles bedeuten kann. Weil die Sprache damals viel reicher war, als sie heute ist. Unsere Sprachen sind degeneriert. Und das muss ich ja nun einem deutsch sprechenden Deutschen nicht mehr sagen, der das ja merkt, dass täglich in seine Sprache Anglizismen eingeführt werden und manche Leute schon gar nicht mehr in der Lage sind, einen vernünftigen deutschen Satz zu sagen, ohne ein oder zwei englische Wörter damit reinzunehmen, weil sie die gar nicht mehr kennen. Und ich spreche mich selber da nicht frei von. Mir passiert das auch oft genug. Aber erstens spreche ich nicht mehr täglich Deutsch, also doch nicht so intensiv wie die meisten, die in Deutschland leben. Und zweitens spreche ich auch unglaublich viel Englisch und dass ich das da miteinander mixe, das ist schon fast verständlich. Aber in der Sprache ist das ja so. Unsere Sprache wird vernichtet. Und was wir mit dieser Bibelübersetzung eigentlich erreichen wollen, das ist eine Wiederauferlebung unserer Sprache. Schaut mal, Martin Luther hat doch damals genau dasselbe gemacht. Als er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, hat er im Grunde das gegründet, was wir heute als Deutsch kennen. Es klang noch ein wenig anders, natürlich, es war 16. Jahrhundert. Aber Martin Luther hat die Bibel so übersetzt, wie die Leute gesprochen haben. Deswegen haben die Leute sie auch verstanden. Das wollen wir auch machen. Wir wollen die Bibel so übersetzen, dass die Leute sie verstehen und wir wollen sie auf die Art und Weise übersetzen, dass wir uns an die Originalübersetzung halten, so dicht wie möglich. Und eben weil wir kein Hebräisch und kein Griechisch können, vertrauen wir darauf, dass die König-James-Bibel die wunderbar übersetzte Bibel ist, die Gott so erhalten hat. Und wenn wir die nehmen und in unsere Muttersprache übersetzen, ins Deutsche, dann haben wir das erreicht, was wir damit erreichen wollten. Das eben von mir dazu. Ja, ja, und ich kann da noch hinzufügen, wie gesagt, wir können ja die King James Bibel 1611 nehmen als Ursprung eben in der Software eSort, weil dann können wir bei strittigen Sachen, können wir dann halt direkt schauen, okay, guck mal hier, das gibt das her und das gibt das nicht her. Und es gibt auch im Internet im Übrigen kostenfrei zugängliche hebräische und griechische Wörterbücher, wo man die ganzen, es gibt auch noch so viele andere Sachen, die man da machen kann, aber das ist jetzt, führt jetzt zu weit. Da kann man es also wirklich nachschauen. Und ich denke dann, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt plötzlich aufgrund der Veröffentlichung des Videos jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe doch mal vor 10 Jahren mal so ein, ich kenne jemanden oder ich bin da selber absolut fix, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, ihr könnt gerne mal kommen und so weiter. Ich kann das fließend, weil ich bin in der 12. Generation und was weiß ich. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber es geht erstmal darum, den Grundstock zu legen und der Grundstock meiner Meinung nach muss sein, King James Bibel mit diesen ganzen Strong References da drin, dass man halt dann sagen kann, okay, wir nehmen direkt die eSort und dann haben wir eine Korrektursoftware. Dann haben wir halt einfach die Möglichkeit, direkt quer zu checken mit anderen Bibelversen beispielsweise in strittigen Fragen. Und dieses Tool, dieses Werkzeug steht uns in Deutsch nicht zur Verfügung. Das heißt, wir haben jetzt hier zig verschiedene deutsche Bibeltexte, aber wir haben nicht einmal eine Möglichkeit, das jetzt wirklich quer zu checken, außer jetzt tausendmal zu blättern und zu suchen, das bringt nichts. Das heißt, wir wissen nicht, welchen Wortstamm die genommen haben oder was die da jetzt genau übersetzt haben, wir wissen es aber im Englischen und das ist der Riesenvorteil und deswegen zusätzlich zu dem eben von dir genannten völlig korrekten Punkt, dass die King James Bible bis jetzt keine Schwächen zeigt. Insofern, dass die Übersetzung auch da einwandfrei ist, dass man beispielsweise auch dann Daniel 9 endlich mal versteht, weswegen ich dich damals um 1 Uhr nachts angerufen habe und gesagt, hör mal hier, ich blick da nicht durch in der Schlacht, was erzählen die denn da? Ja, und da weißt du noch, das ist jetzt bestimmt 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre her und da hast du zu mir gesagt, ja, da habe ich eine deutsche Übersetzung von gemacht und da habe ich nur nachts um 1:30 in die King James Bibel reingeguckt, war schon fast im Delirium und ich trinke ja nichts, aber, ne? Und dann habe ich auch gesagt, meine Fresse, was ist das für eine Übersetzung? Da versteht ja kein Mensch. Aber das, so ging mir das da auch. Ja, und da haben wir mittlerweile schon so viel Erfahrung mit wirklich. Wir machen ja nicht nur eine Lesung in der Woche, dass ich wirklich sage, das macht absolut Sinn. Denn wir haben, wie viele deutschsprachige Menschen haben wir? Wir haben Deutsche, wir haben Österreicher, wir haben Schweizer.
wir haben, weiß ich nicht, 120 Millionen Menschen oder so, die die Sprache im Augenblick hier noch sprechen. Es gibt ja nicht nur die in deutschsprachigen Ländern, die du gerade aufgezählt hast. Es gibt ja auch deutschsprachige Bevölkerungsanteile in Staaten wie Dänemark, Polen, Ungarn, Niederlande, Belgien, Frankreich. Also die Deutschen sind ja über die ganze Welt in der Hinsicht verteilt. Es gibt überall Leute, die Deutsch sprechen. Sogar in Südafrika oder in China gibt es Leute, die Deutsch sprechen. Und je nachdem, jedem davon bieten wir die Möglichkeit eben, oder wollen wir die Möglichkeit bieten, lass mal so sagen, eben eine korrekt übersetzte Bibel im Deutschen zu haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass die König James korrekt übersetzt ist, dann ist sie unsere Basis, dass wir aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Das ist nämlich möglich, ohne allzu viel extra Kenntnisse. Und wenn wir halt irgendwelche Dinge kontrollieren wollen, dann haben wir, wie Michael gesagt hat, das eSort. Das ist ein gratis aus dem Internet herunterladbares Programm, das auf dem Computer dann läuft. Und da hat man dann den Wortstamm in der Originaltext im masoretischen Hebräischen oder im Koine Greek für das Neue Testament damit bei. So, ich glaube, jetzt haben du und ich aber wirklich genug erzählt. Es gibt noch ein paar andere Leute, die heute dabei sein wollten. So weiß ich zum Beispiel, dass der Viktor einiges vorbereitet hat. Ich weiß nur nicht, ob er darüber jetzt schon schnacken will, ob wir eben einfach nur mal eben auf Skype schauen wollen, ob da jetzt jemand ist, der sagt von, jetzt möchte ich da auch gerne mal was zu dem Thema sagen. Die Mikrofone sind auf. Eine rege Beteiligung. Nee? Niemand? Ja, hier ist Renate. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ich wollte nur sagen, also ich bin ja ziemliche Bibelanfängerin oder Neuling. Ich habe erst vor einem Jahr die Schlachter 2000 geholt, weil damals hieß es, das wäre die beste deutsche Übersetzung. Ich habe auch nie mal verglichen oder so. Ich war ja froh, dass ich überhaupt irgendwas verstand. Und ich habe jetzt erst die letzten zwei Tage mal versucht, mit der King James zu vergleichen. Und im Psalm habe ich auch schon was entdeckt. Dann war ich bei, was war das, Jesaja 38, 39. Da fand ich aber alles sinngemäß richtig. Ja, und ich würde auch gerne mitarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie das gehen soll, wenn sich jeder vielleicht ein Buch vornimmt und das so nach und nach mit der King James vergleicht oder übersetzt, und dieses eSort, das würde ich mir dann auch gerne runterladen. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. Das aber ist kostenlos das, sogar. Ja, das würde ich dann auch gerne machen. Das hört sich alles gut an. Das wäre ja schön, wenn wir alle zusammenarbeiten würden. Mal gucken. Ja, also das kostenlos für Microsoft-basierte Rechner. Ich glaube, das kostet ein paar Dollar für Mac-User. Aber halt für Windows-PCs ist das bis jetzt zumindest noch kostenfrei. Ja, dann würde ich das mal versuchen, das alles mal auszuprobieren. Zeit hätte ich so die nächsten Wochen, Monaten so relativ. Jahre. Ja. Das sind ganz schön viele Bücher. Stimmt. Wenn man erstmal einen Anfang hat. Ich hatte euch ja da im Chat da was geschrieben mit Hebräer. Da hat das ja einer auch schon gemerkt, dass da einige Fehler drin sind. Ich weiß nicht, habt ihr das schon runtergeladen? Ja, ich hab's mir noch nicht runtergeladen. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun, aus dem einfachen Grunde, weil es mir hier nicht darum geht, mit dieser Arbeit, die wir machen, jetzt verschiedene Stücke aus der Bibel rauszunehmen, dieses Kapitel oder das Kapitel, jenen Vers oder den Vers, und den dann auseinanderzunehmen, sondern es geht uns im Allgemeinen darüber, dass wir sind bereits nicht davon überzeugt, sondern wir wissen, wir können es beweisen, schwarz auf weiß, wir können es beweisen, dass die Schlachter nicht die korrekte Übersetzung ist, die sie vorgibt zu sein. Deswegen habe ich hier nochmal extra dieses Papier aufgemacht, das von dem Rudolf Ebertshäuser kommt, wo er spricht von 300 wichtigen Veränderungen im Text des Neuen Testaments. Also hier sprechen wir auch nur über das Neue Testament. Und hier sprechen wir nur über 300 Veränderungen. Diese Liste hat keinen Anspruch auf darauf, dass sie komplett ist und vollständig ist, also dass es nur 300 gibt. Es kann durchaus mehr geben. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut hier, ich mache das ein bisschen größer, ja, drehen kann ich das jetzt nicht, das Buch ist halt so gemacht, dann habt ihr halt hier die Bibelstelle am Anfang, ja, 1. Matthäus und so weiter. Dann habt ihr hier die Textus Receptus Bibel, also die Bibel Schlachter 2000, und den Text davon und dann in schwarz angestrichen, was bei den anderen fehlt. Und dann sehen wir hier Nestle Aland, ja, das ist ja die Textsammlung, die gebraucht ist für die korrupten Texte.
Da haben wir auch noch viel andere Ausdrücke als Nestle Aland, aber lassen wir uns erstmal damit zufriedenstellen. Und dann haben wir hier halt die Bibelauflistung, also die Schlachter 2000 und dann steht hier TR, ja, das heißt für Textus Receptus, empfangener Text. Dann haben wir hier die Luther 1545, die sagt dann zum Beispiel hier Textus Receptus, hier Nestle Aland. Ja, also im Matthäus Kapitel 5, Vers 22, da hat die Lutherbibel von 1545 nicht den Textus Receptus, sondern Nestle Aland, den korrupten Textus Vaticanus oder Sinaiticus als Basis. Textus Receptus und Textus Receptus. Also die 1545 ist bis auf die eine Stelle da ziemlich treu. Und das seht ihr dann bei anderen Bibeln auch. Haben wir hier die Luther 1912, die Luther 1984, die Züricher 1931, die alte Elberfelder, die CSV Elberfelder, die revidierte Elberfelder, die ökumenische Einheitsübersetzung, die Gute Nachricht Bibel und die wie heißt das hier? Da komme ich jetzt nicht drauf, die letzte Bibel, wie die da heißt. Und in der Tabelle kann man dann halt sehen, wo andere Texte gebraucht werden. Da sieht man dann hier zum Beispiel bei der ökumenischen Einheitsbibel Textus Receptus, Nestle Aland, Nestle Aland, Nestle Aland, Nestle Aland. Also einmal den wahren Text und viermal den korrumpierten Text gebraucht. Ja? Es ist also schon deutlich, dass obwohl die Schlachter durchgehend, das kann man sich jetzt jede Seite anschauen, wenn wir das mal schauen, das ist immer hier in der ersten Reihe, ist immer die Schlachter 2000, das steht überall Textus Receptus. Obwohl überall Textus Receptus zur Basis gehört, also die Basis ist für die Schlachterübersetzung, ist trotzdem die Übersetzung fehlerhaft, wenn man vergleicht mit dem Englischen, mit der König James Bibel, die auch in jeder dieser Spalte Textus Receptus stehen haben würde. Aber die König James Bibel ist a. deutlicher, um es mal so auszudrücken, und b. halt mit solchen Worten bestückt und gibt uns solche Worte, dass wir ein ganz klares Verständnis dafür haben, was wirklich gemeint ist. Und das ist eben in der Deutschen nicht immer der Fall. Obwohl wir hier diese 300 Veränderungen des Neuen Testaments haben. Ihr wisst ja, ich habe damals auch Lesungen darüber gemacht, die Bibel korrekt oder korrupt, glaube ich, hieß die Spielliste, könnt ihr euch ja anschauen. Ich weiß gar nicht, ist der Link hier damit bei? Hier ist der Link sogar damit bei für die Spielliste. Das kann man ja mal eben aufmachen. Das kann sich jeder anschauen. Das sind 10 verschiedene Videos. Und da habe ich ja das Buch von Ebertshäuser über die Bibel gelesen, mit der Beschreibung hier mit bei. Und das sind dann hier die 10 Videos, wie ihr seht. Und das kann man sich ja auch angucken. Und da mache ich eigentlich Werbung für die Schlachter 2000 im Vergleich zu allen anderen korrupten Bibeln. Aber wie gesagt, die Schlachter 2000 ist auch nie das Nonplusultra, sicher nicht im Deutschen. So viel jetzt mal eben dazu. Ne? Gibt es ja, aber der Rudolf Ebertshäuser, der hat ja auch daran mitgearbeitet, das hatte ich ja jetzt auch schon mal geschrieben. Mhm. Ist klar, dass der dafür da ist, praktisch, dass das auch in Ordnung ist. Vielleicht gibt es ja aber auch viele Verse, die er nicht aufgeführt hat. Er sucht sich jetzt die raus, die dann richtig sind. Aber ist klar, dass der nicht dagegen ist für die Schlachter, wenn er da selber dran teilgenommen hat an der Überarbeitung. Ja. Ich habe mir auch das Komitee der Schlachterübersetzung nie genau angeguckt. Ich habe das eben einfach hingenommen, dass die Schlachter behauptet, von sich die einzige korrekte Bibel in Deutsch zu sein. Und das ist sie ja auch. Das Problem ist nur, sie ist korrekt in der Hinsicht, dass sie den originalen Text gebraucht, aber sie ist nicht korrekt in der Hinsicht, dass sie auch eine korrekte Übersetzung gebraucht, was wir ja gerade eben durch die Diskussion mit Michael, Psalm 53 und so weiter und die anderen angeführten Textstellen, die wir nochmal eben angeführt hatten, wie zum Beispiel Jesaja 14, wie bist du vom Himmel gefallen, Luzifer, Sohn der Morgenröte, wie es eigentlich heißen müsste, ist der Schlachter ja so nicht übersetzt, oder eben Daniel Kapitel 9, Vers 4 bis 27. Und meine Frage war eben auch vor ein paar Tagen, die ich Michael gestellt hatte und Perry, als wir darüber diskutiert hatten, dass ich einfach nur sagte von, wie kommt es doch, dass der Teufel so sicherstellen will, dass ausgerechnet die Deutschen absolut keine korrekte Bibel in ihrer eigenen Sprache zur Verfügung haben? Stimmt. Wir müssen ja ein ganz schlimmes Volk sein. Und die niederländische Bibel ist in Ordnung? Also die ist besser wie die Schlachter? Ich habe in der niederländischen die Statenvertaling bis jetzt noch keinen Fehler gefunden. Ich sage nicht, dass sie perfekt ist. Ich sage nur, ich habe bis jetzt noch keinen Fehler gefunden. Wir können uns die gerne mal angucken. Die Statenvertaling ist von 1618, ja, also 7 Jahre nach der König James, wieder mal die berühmte 7, ne? Hier.
Het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 19 uit de oorspronkelijke taal in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Dat heißt auf Deutsch, ne, der Beschluss der Synode, der Nationalsynode gehalten in Dordrecht in den Jahren 1618 und 1619 aus den ursprünglichen Sprachen, also Hebräisch und Griechisch, in unsere niederländische Sprache getreulich oder getrau übersetzt. Getraulich, wie es jetzt genau in Deutsch heißt, müsste ich auch erstmal nachgucken, aber treu, würde ich erstmal sagen, ist eine gute Übersetzung für getraulich. Ja? Ich weiß nicht, ob man getreulich im Deutschen sagt. Deutsch ist zwar meine Muttersprache, aber spreche ich ja schon lange nicht mehr wirklich intensiv. Von daher. Und da habe ich noch keine Fehler drin gefunden. Und die ist ja halt nur 7 bis 8 Jahre entstanden nach der König-James-Bibel. Sehr, sehr schönes okay. Niederländisch auch, wenn man Niederländisch kann. Also es liest sich sehr, sehr schön. Es ist einfach ein sehr schönes Lesen. Und das ist genau wie bei der Luther. Leider ist die Luther eben nicht komplett korrekt übersetzt. Aber in dem Beginn schrieb Gott den Himmel und der Erde war nu was wust und ledig und Deutschland was auf der Afgrund und der Geest Rotz schwebte auf der Wateren. Also das klingt eigentlich schön. Also ich finde es eine sehr schöne Sprache. Ich finde es eine sehr schöne Bibel. Und wir haben bis jetzt die ersten 9 Kapitel Genesis durchgenommen in unserer Bibelstudie mit Perry. Und wir haben hier keine Fehler gefunden bis jetzt. Und das ist doch weniger als in der Schlachter, weil da haben wir Fehler gefunden. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Was ist jetzt zu tun? Tja, was ist jetzt zu tun? Jetzt geht es darum, und deswegen machen wir ja diese Sendung hier, dass wir eben auch Menschen suchen, die da tatkräftig dran mitarbeiten, um die Bibel aus dem Englischen ins Deutsch zu übersetzen. Und zwar aus dem Englischen der König James ins Deutsche, das bei uns verständlich ist. Man muss natürlich hier und da die Sätze auch ein wenig abändern, weil die Grammatik im Englischen und im Deutschen nicht immer dieselbe ist. Das ist wie im Flämischen und im Deutschen. Also das Niederländische und das Deutsche ist ja auch oftmals zwischen Anführungszeichen gefährlich, weil man eben einfach Wort für Wort übersetzt, aber das geht nicht. Der Satzaufbau im Niederländischen ist anders als im Deutschen. Also man muss auch ein bisschen Sprachgefühl dafür haben. Und da kommt im Grunde der ins Spiel, den ich schon den ganzen Abend hören will, der bis jetzt noch nichts gesagt hat. Dann kann der jetzt mal eben ein bisschen was erzählen. Das ist nämlich unser Bruder Victor, den wir ja bereits von früher von anderen Übersetzungen her kennen, der sich da auch schon ein paar Gedanken drüber gemacht hat. Und wenn der Rest der Gruppe wieder mal sich das Schweigen auferlegt, dann hat ja vielleicht unser Bruder Victor etwas zu sagen zu dem Thema. Tja, den ich im Übrigen vorgeschlagen habe, was ich mal eben noch genau sagen wollte. Ja. Also meine erste Idee war ja auch, weil wir mit Victor zusammen die deutschen Bibelstudien gemacht haben, das war ja meine erste Intention auch, dass ich sagte, guck mal hier, das soll anscheinend so sein. Ne? Dann war mein erster Gedanke natürlich auch Victor gewesen. Ja. Aber der ist vielleicht gerade nicht am PC. Er ist überhaupt nicht da. So, jetzt habe ich den Mund nicht voll, jetzt kann ich auch sprechen. Endlich! Ja. Ja, na gut, dann noch einmal Da musst du mir ein bisschen mehr Vorlauf geben, du. Der Löffel war sehr groß. Ey. Dann noch einmal kräftig kauen, Bruder. Da hatte nichts mehr Platz gehabt, du. Okay. Tut mir leid. Ja, okay, bitteschön, dann bist du ja da. Wunderbar. Also, dann leg mal los. Und zwar, hatten wir mal geprüft, oder hatte ich mal geprüft, schon so ein paar Möglichkeiten, aber ich bin jetzt der Meinung, also an sich muss es dann auch so sein, wie eine Bibel normal gedruckt wird. Und weitere Infos kann ich jetzt noch nicht liefern, weil ich sag mal, wir ja erst jetzt seit, weiß ich nicht, Freitag darüber gesprochen hatten. Ja, aber du kannst auch deinen Schirm teilen und kannst die Dinge zeigen, die du mir gezeigt hast, dass die Leute mal eine Vorstellung davon haben, was du meinst, oder nicht? Ja, also ich denke, die Leute wissen, was ich meine, wenn sie zu Hause eine Bibel liegen haben und dass die dann übersetzt wird so von der King James, dass die dann auch die Form hat, wie die von der King James. Also mit der Form meint er jetzt, um das mal ganz deutlich zu sagen, das Format und zwar die Abmessung Breite und Höhe der Seiten und dann der Aufbau der Seiten, das heißt der Abstand zum Rand, sowohl rechts wie links und dass natürlich eine bestimmte Anzahl Buchstaben auf die Seite draufkommen müssen.
dass man das Layout also gleich von Anfang an so macht, dass man das, was man dann nachher, wenn es fertiggestellt ist, an einen Drucker geben kann und der das durch seine Maschine schmeißt und man eine gedruckte Bibel rausbekommt. Das ist das, was du sagen wolltest, richtig? Genau. Ja, nimm noch einen Löffel, verstehen wir den noch besser, kein Problem. Genau, das ist also der Punkt, über den wir hier nochmal eben sprechen wollten. So, und weshalb haben wir jetzt gesagt, ja, jetzt machen wir das dann nochmal hier in dieser Besprechung in unserer Gruppe hier, in der Lesung 2020, lassen wir die Leute mal zu Wort kommen. Die Absicht ist, meine lieben Brüder, dass ihr jetzt mal eure Mikrofone freischaltet und dass ihr sagt, A, was ihr davon haltet und B, inwiefern und ob ihr, oder ob ihr und wenn ja, inwiefern ihr an diesem Projekt mitarbeiten wollt. So, da können ja nicht Michael und Victor und ich für euch sprechen, da müsst ihr schon selbst mal euer Mikrofon aufmachen. Ihr müsst ja euren Namen nicht sagen. Ja, ich als Holländer hat da nicht so viel mit zu tun. Ich kann bereits helfen, vielleicht, aber ja, das ist nicht meine Muttersprache. Hä? Nee, aber es war gerade in deiner Bibelstudie, dass wir überhaupt auf die Idee mehr oder weniger gekommen sind, dass sich das entfaltet hat. Ne? Und das war eine sehr interessante Idee. Es soll doch möglich müssen sein, das heutzutage selbst zu machen. Ja, es geht um dieses Video, was wir da aufgenommen haben. Vertrauen kann. Ja, kann jeder sich gerne anschauen, wenn er möchte. Mhm. Ja. Flämisch, es ist genug. Die deutsche Bibel, korrekter Text, aber falsche Übersetzung. Und das ist im Grunde ja auch der Punkt, der uns, an dem wir Anstoß nehmen. Die Bibel hat den korrekten Text, aber übersetzt den Text falsch. Das erinnert mich an die römisch-katholische Kirche, die in ihrem Schreiben, wie heißt das Schreiben wieder, von der Ökumene da auf Seite 16, komme ich da nicht mehr drauf, ich habe da ein Video drüber gemacht auf meinem Kanal, jetzt muss ich es nochmal schauen, warte mal, dann gehen wir da nochmal hin. Es dauert eben, bis er sich das aufbaut. Für neue Besucher. Wenn man auf neu. Ah, hier, vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ja? Wenn man als neuer Besucher auf meinen Kanal kommt, dann bekommt man dieses Video gezeigt, das ich da gemacht habe. Das ist ungefähr 18 Minuten lang oder sowas. Der erste Teil ist Deutsch. Entschuldigung, und der zweite Teil ist Englisch, weil das eben ein zweisprachiges Papier ist. Es gibt es auch in mehreren Sprachen, aber es gibt es mindestens in beiden Sprachen, nämlich in Deutsch und Englisch. Das heißt vom Konflikt zur Gemeinschaft oder vom Conflict to Communion. Und dort wird auf Seite 16 ein Punkt erwähnt. Ich zeige euch das mal eben in dem Video hier. Wir lassen das mal eben ohne Ton laufen. Und da gibt es ein Stück Text. Das habe ich dann auch eigentlich farblich angestrichen. Hier dachte ich doch. So, schaut mal, hier unten steht es, ihr könnt das lesen, ne? Mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Und genau das ist etwas, was ich inzwischen bei der Schlachter 2000 auch feststelle. Sie erzählen keine andere Geschichte, ne? Sie haben ja den originalen Text, aber sie erzählen die Geschichte in anderen Worten. Und zwar in Worten, die nicht dieselbe Klarheit haben, wie die Worte in Englisch das haben. Und das ist unsere Motivation dazu, sich darum zu bekümmern. So. Wenn die Mitarbeiter nachher bei der Übersetzung der Bibel auch so wunderbar ist, wie die rege Beteiligung an dieser Diskussion, dann sehe ich schwarz für das Projekt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hätte mich eigentlich darauf gefreut, wenn die Leute mal ein kleines bisschen den Mund aufmachen würden und mal was sagen würden dazu. Ja. Außer Perry, der sich abmüht, hier in Deutsch was Vernünftiges zu sagen. Wofür vielen Dank, Perry, dass du was beigetragen hast. Alsjeblieft. Tja, das große Schweigen. Nee, nicht ganz. Das Projekt ist ja,
sag mal, ich bin dem Englisch jetzt überhaupt nicht so mächtig. Man, wenn ich dann was übersetze, gehe ich in Google oder in einen Übersetzer rein, also oder vielleicht auch mal ein Wörterbuch. Aber das wird ja bei mir ewig dauern, bis da sowas überhaupt, das muss ja auch nochmal durch andere Organe, durch von euch, dass das dann abgesegnet wird. Also so sehe ich das, oder? Was meinst du, Jörg? Ja, wenn du des Englischen nicht mächtig bist, dann kannst du natürlich an der Übersetzung nicht teilnehmen. Ja. An der Übersetzung kannst du nicht teilnehmen, aber du kannst zum Beispiel den Viktor unterstützen, die Textverarbeitenden, also die Textverarbeitung in das richtige Format zu drücken. Du kannst auf anderer Seite helfen. Wenn du nicht mit der Übersetzung selbst helfen kannst, dann kannst du vielleicht auf einer anderen Front helfen, weil diese Bibel zu übersetzen und sie später dann auch drucken zu können, ist ja eine Aufgabe, die mehr umfasst als nur, zwischen Anführungszeichen, das Übersetzen. Na? Natürlich. Dann liegen deine Kenntnisse und Fähigkeiten vielleicht auf einem anderen Gebiet. So muss man das ja auch mal sehen. Warum nicht? Natürlich, klar. Ja, gerne. Also das Gleiche ist ja dann auch bei mir. Ich bin auch nicht der englischen Sprache mächtig. Womit ich mich letzte Zeit beschäftigt habe, ist die Sprache Latex, wo man auch professionelle Texte mit verfassen kann. Da fehlt mir noch jetzt so ein bisschen die Erfahrung mit Bibtext, das heißt mit diesen Querverweisen und bibliografischen Verlinkung. Aber da würde ich mich gerne dann auch drin einarbeiten und dann, wenn dieses Schriftbild dann mit Latex oder so geschehen sollte, dann könnte ich dann vielleicht auch mal mithelfen. Gut. Sind doch schon mal zwei Meldungen zumindest, neben der Renate und dem Perry. Oh, ich kann mich auch melden. Schönen Abend erstmal zusammen. Moin. Allerdings sind meine Worte wahrscheinlich eher in Anführungszeichen kritisch. Die möchte wahrscheinlich keiner hören. Aber ich habe immer noch etwas zu sagen. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dir vor einem guten Jahr wahrscheinlich sogar mal gegenüber ausgesprochen habe. Sinnvollerweise vielleicht die, ne, ich glaube, es ging darum, eben die Bibel nochmal komplett zu übersetzen. Und das habt ihr jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja vor. Und zwar aus der King James, richtig? Ja. Genau. Ich finde die Idee natürlich, genau weil ich es schon mal gesagt hatte, auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen, also ich glaube, damals ging es nur darum, alle korrumpierten Stellen der Schlachter 2000, der King James sozusagen gegenüberzustellen. Dann spart man sich eine Komplettübersetzung. Naja gut, das kann man nun halten, wie man möchte. Das ist eine Sache des Aufwandes, je nachdem, wie viele mitwirken. Mein Englisch ist zwar ausreichend, aber nicht für das Studium der King James. Und ich gehöre nun mal zu denen, das haben ja auch ein paar Leute mitbekommen, damals als dieser John Kostick mit diesem Hebräischen sozusagen, da habe ich ja genau wie Maximilian ja aufgeschrien, dann bessere ich doch nicht mein Englisch auf, um die King James zu lesen, sondern befasse mich mit dem Althebräischen, was ich ja getan habe. Und da ja eben, ja, wie gesagt, es liegt jetzt an euch, so soll ich kritische Worte äußern oder soll ich sie lieber weglassen? Du kannst so viele kritische Worte äußern, wie du willst, aber es geht hier nicht um Kritik, es geht hier darum, um zu einem Verständnis zu kommen, um dafür zu sorgen, dass wir eine deutschsprachige Bibel zusammenstellen, die aufgrund der originalen Texte basiert, aber die besser verständlich ist und vor allen Dingen die korrekter ist, als die Schlachter 2000 jetzt ist. Und wenn du hier sagst, die ganze Bibel ins Englische übersetzen, natürlich ist das mehr oder weniger die Aufgabe, nur ich denke, dass sehr, sehr viel von der Schlachter-Übersetzung so wie sie da ist, gar nicht so unkorrekt ist. Man muss eben Vers für Vers vergleichen zwischen der König James und der Schlachter 2000. Und wenn die Schlachter 2000 korrekt übersetzt ist, dann kann man die Texte gar nehmen. Aber nur, wenn man die Bibel von A bis Z, von Alpha bis Omega, von Genesis bis Offenbarung durchnimmt, kommt man ja dahinter, welche Verse untauglich sind. Und wenn ich jetzt die beiden Bibeln nebeneinander lege und ich lese die König James mit der Esau dabei oder auch nicht, ich lese die König James und dann lese ich daneben die Schlachter 2000 und dann sage ich von, ja, aber die Schlachter 2000 sagt dir genau das, was in der König James steht, ja, dann brauche ich das nicht extra übersetzen, dann ist das bereits der korrekte Vers. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das in mindestens 70% der gesamten Bibel so haben werden. Das erleichtert dann natürlich auch die Aufgabe. Aber man fällt eben auf die Stellen, wo es nicht so ist und kann die ausmerzen und tut das dann,
durch auf den englischen Text der König James zurückzugreifen und den dann ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Dann ist es genau das, ja, was ich damals da vorgeschlagen habe. Da erinnere ich mich noch an deine Worte, dass das ein zu hoher Aufwand ist, dass es jetzt nach über einem Jahr in Anführungszeichen kommt, begrüße ich auf jeden Fall sehr, diese Stellen. Ne? Ob jetzt nun 30%, 20, 40, das ist ja nun relativ, wird man ja dann nachher sehen. Aber macht auf jeden Fall Sinn, gerade eben es, für die, ne? 200 Millionen Deutschsprachigen. Es ist ja auch ein Riesenaufwand. Wer soll das denn eigentlich überhaupt machen? Deswegen machen wir diese Sendung ja, dass sich Leute melden und sagen von, ja, wir wollen daran mitarbeiten, wir wollen das übersetzen, wir wollen helfen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Michael und ich und Victor das in unserer Freizeit mal eben nebenbei so schaffen. Da brauchen wir Leute, die uns helfen. Da brauchen wir Leute, die uns logistisch helfen. Da brauchen wir Leute, die uns übersetzungsmäßig helfen. Da brauchen wir Leute, die uns Texte abnehmen, die Korrektur lesen und so weiter und so weiter. Dafür war diese Sendung gedacht. Aber dann hilft es nicht, dass ihr eure Mikrofone ausschaltet und euch nicht dran beteiligt, anstatt zu probieren, hier mit Vorschlägen zu kommen, wie das funktionieren kann. Und dann hilft es auch nicht, René, wenn ich mir jetzt deine Kritik darüber anhöre, die vielleicht berechtigt sein mag, die aber in diesem Moment fehl am Platze sein würde, weil wir ja hier in den Kinderschuhen überhaupt nochmal stehen, um überhaupt zu probieren, um eine Übersetzung in die Gänge zu kriegen. Ja? Mag sein, da stimme ich dir sicherlich zu und das sehe ich ganz ähnlich. Dann hätte ich mich jetzt praktisch gar nicht hier mit, naja gut, nun habe ich nur schon was gesagt. Also wie gesagt, grundsätzlich bin ich dafür. Dass aber du das vom Jahr gebracht hast, da erinnere ich mich noch dran. Da habe ich gesagt, ist ja verrückt, wer soll denn die ganze Bibel übersetzen? Ja, wer soll das denn machen? Wenn ich mir angucke, wie lange Victor sich bei hingesetzt hat mit Herrscher des Bösen. Und bei Herrscher des Bösen hatte er schon eine Basis. Dass die Basis nicht so gut war, wie wir erst dachten, ist eine Sache. Aber er hat die Basis gebrauchen können und hat aber doch ein ganzes Jahr gebraucht, um aufgrund der Basis ein Buch hinzustellen, das heute mehr oder weniger, und Victor, korrigiere mich da, wenn ich jetzt was Falsches sage, mehr oder weniger, lass uns mal sagen, zu 99,5% absolut akzeptabel ist, um im Internet zu veröffentlichen und als Buch gedruckt zu werden. Und was den Originaltext von Tapper Saucy und den Brunnentexten, den Quellentexten von den extra Sachen zum Beispiel, die Anhänge, wie zum Beispiel das Time Magazin, den Artikel und so weiter wiedergibt, was da wirklich also den Nagel auf den Kopf trifft, dazu 99,5% korrekt ist. Das Problem ist, mit einer Bibel will man nicht 99,5%, sondern da will man 100% korrekt. Das fragt dann eben auch eine ganze Menge Arbeit, eine ganze Menge Einsatz. Und es ist ja nicht so, dass Michael und ich und auch Victor jetzt alles andere, was wir sonst geplant haben, auf einmal links liegen lassen und sagen, dann machen wir jetzt nicht mehr, jetzt machen wir nur noch die Schlachter oder machen wir nur noch die Bibelübersetzung. Das ist ein Projekt, das wir machen, aber wir brauchen da tatkräftige Unterstützung von unseren Brüdern und Schwestern. Und hier sage ich jetzt mal ganz eben, hier scheidet sich das Kaff vom Korn. Wie sagt man das so schön im Deutschen? Weiß ich jetzt gar nicht. Die Spreu vom Weizen, genau. Und es könnte ja sogar so sein, dass es da noch Leute da hinzukommen, die das eben nachher in der Aussendung hier sehen auf YouTube. Deswegen machen wir ja gerade genau dieses Video. Ja. Das ist ein Aufruf zur Unterstützung dieser Gruppe. Um uns in jedweder Form zu unterstützen in der Hinsicht. Wenn ihr dahinter steht, wenn ihr auch bereits erkannt habt, dass die Schlachter 2000 nicht so korrekt ist, wie sie vorgibt zu sein und dass die anderen deutschen Bibeln sowieso schon mal nicht korrekt sind. Und wenn ihr als ziemlich, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, junge Leute zu euren Großeltern geht und mit denen die Bibel studiert, die auf einmal vom Stuhl fallen und sagen von, das stand aber in meiner Bibel niemals drin. Ja, warum denn nicht? Ja, weil du eine korrupte Bibel hattest. Und warum hattest du eine korrupte Bibel? Ja, dann liest Herrscher des Bösen und solche Sendungen, dann begreifst du das. Aber der Punkt ist doch, dass man doch auch nur, wenn man eine korrekte Bibel hat, ein korrektes Verständnis von Jesus Christus haben kann. Und ein korrektes Verständnis von Jesus Christus und eine korrekte Beziehung mit Jesus Christus liegt doch an der Basis der Errettung einer jeden Seele. Und von der Errettung unserer Seelen hängt doch unser Lebensheil ab, unser ewiges Lebensheil ab. Also es ist doch etwas Wichtiges, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und nichts, wo man über eine Nacht Eis geht, wie man so schön im Deutschen sagt. Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand dabei ist, der glaubt, dass ihr das mal so über Nacht macht oder mal nebenbei in den Ferien oder irgendwie so ein Schnickschnack. Wir glauben alle an Jesus Christus und er ist 100% Wahrheit. Genau. Und so nah wie möglich ranzukommen, da bin ich definitiv dafür. Sag aber auch ganz deutlich, ich sehe mich nach dem, was der Herr hier gerade jetzt auch in Kürze mit mir im Leben gemacht hat, auch schon vorher, jetzt erst recht, außerstande da tatkräftig dran mitzuwirken. Das liegt nicht nur an den mangelnden Englischkenntnissen, wenn es um die Übersetzungsarbeit oder was ähnliches. Sollte sich was ändern, melde ich mich definitiv. Und ich hoffe natürlich auch,
dass sich Leute melden, die das hier später, denke ich mal, wenn es dann hochgeladen ist, eben entsprechend hören, definitiv. Ich gehöre natürlich eben, wie gesagt, auch zu denjenigen, die sich mit dem Althebräischen beschäftigen und weiß halt daher, dass selbst eine King James halt auch in Anführungszeichen Kompromiss ist. Also das ist keine Degradierung in irgendeiner Weise, aber ich habe das vor kurzem gerade gehört, das ist ein schönes Gleichnis. Da meinte jemand, der seine Texte aus Japan als Möglichkeit zu übersetzen sieht, es wäre, also davon sieht er ab, das lässt er nicht zu, das macht keinen Sinn, das wäre, als würde man mit einem Regenmantel unter der Dusche stehen. Das ist jetzt natürlich, Anführungszeichen, wenn es jetzt um die Übersetzung einer Bibel geht, aus dem Originalen in eine Sprache, die wir heutzutage hier auf der Erde sprechen, natürlich ein recht dreistes Gleichnis, definitiv, aber es ist halt trotzdem was dran. Und von daher bin ich jetzt vielleicht als Mensch nicht geeignet für, da diesen Weg zu gehen, aber wenigstens wollte ich als Befürworter der Grundidee das mal ausgesprochen haben. Natürlich, klar. Dann lass uns erstmal ein Ding eben ganz deutlich klarstellen. Die König James ist die Übersetzung des Wortes Gottes aus dem Originaltext in eine andere Sprache. Da geht immer irgendwas verloren. Weil nämlich auch die englische Sprache nicht so reich ist wie das Althebräisch oder das Altgriechisch. Und wenn du, René, dich meinst, zuspitzen zu müssen auf Althebräisch, ist das schön für dich, aber da verstehst du auch nur die Hälfte der Bibel. Nämlich da hast du das Altgriechisch vom Neuen Testament dann nicht bei. Da stehst du da nämlich genauso mit auf den Schlauch. Deswegen bringt es uns auch nichts, dass wir uns jetzt auf Hebräisch und Griechisch stürzen, sondern wir stürzen uns auf eine Sprache, die wir alle mehr oder weniger verstehen, nämlich Englisch, und nehmen die als Basis. Dass die englische Bibel, die König James, in der Hinsicht auch hier und da nicht perfekt ist, das gibt die König James ja alleine schon dadurch zu, dass es das E-Sort gibt, wo die verschiedenen Worte hier verschiedene Bedeutungen haben. Ja? Hier wird zum Beispiel angeholt, lass uns mal eben sagen, hier zum Beispiel das Wort Rejoice, Jehol, eine primitive Wurzel, genauer gesagt, um etwas herumzudrehen unter dem Einfluss einer anderen gewaltigen Emotion. Das ist normalerweise eine Rejoice, wie nennt sich das? Freude, hat mit Freude zu tun. Jauchzen oder so. Ja. Hm. Be glad, joy, be joyful, rejoice. Also wenn ich hier vier verschiedene Worte lese, be glad, be joyful, rejoice und joy, wenn ich vier verschiedene Worte lese, dann sehe ich schon, dass die König James ja auch in einem bestimmten Moment sich dazu entschließen muss, ein Wort von diesen vieren zu wählen, nämlich in diesem Fall rejoice. Das aber genauso gut auch interpretiert werden kann als be glad, joy, be joyful. Diese Art Kritik lasse ich an der König James zu. Diese Art Kritik muss ich auch überall zulassen, weil ich eben mit einer minderwertigen Sprache heute, das Englisch von 1611 oder das Deutsch vom Jahr 2020, probiere, diese alte Sprache, die so viel reicher ist, zu übersetzen. Das geht nicht, das wird immer seine Fehler haben. Aber es geht um Verständnisprobleme. Und du kannst gegen die König James vorbringen, was du willst. Das interessiert mich einen feuchten Kehricht. Die König James ist immer deutlich in ihrer Aussprache. Und sie macht keine Falschübersetzung, die sich widerspricht. Die Bibel ist in der Hinsicht ist sie perfekt. Und die Bibel gibt durch dieses extra Tool, durch dieses extra Gerät, dieses E-Sort, die Möglichkeit, dass man eben sich auch noch andere Worte angucken kann. Und das ist ein ganz starker Punkt in der König-James-Bibel, den wir da haben, dass wir eben sicher davon gehen können, dass wir wirklich das richtige Verständnis davon haben. Ich habe bis jetzt noch keinen Menschen auf dieser Erde getroffen, der die König-James wirklich intensiv gelesen oder sogar studiert hat und erzählt, dass da falsche Dinge drinstehen. Wenn du so etwas behauptest, dass die König James da auch ihre Fehler hat, dann rate ich dir ganz dringend an, Kontakt aufzunehmen mit einer gewissen Frau, die heißt Gail Ripplinger. Und dann wirst du die Frau erstmal kennenlernen müssen, durch ein Interview mit ihr anzugucken, was beinahe 3 Stunden dauert, das ich auf meinem BitChute-Kanal hochgeladen habe. Ich meine das jetzt ganz im Ernst und nicht nur für den René, sondern für jeden anderen, der dieselben Gedanken hat auch. Den Link werde ich hier gleich in das Skype-Gespräch reinmachen. Ich muss eben ein bisschen runterscrollen. Ich habe hier ganz viele Videos von Roman Civil Liberty hochgeladen. Und dann erst kommen wir zu dem Interview hier. Gail Ripplinger, New Age Bible Versions Interview. 2 Stunden 53. Das geht normalerweise über 3 Stunden. Aber ich habe die ganze Reklame und diesen ganzen Quatsch rausgeschnitten. Ja, und habe mir die Mühe gemacht, das Video dann auf BitChute hochzustellen. Und die gibt euch erstmal in den Hintergrund,
was sie studiert hat, mit anderen Worten, was sie überhaupt dazu befähigt, die König James zu analysieren. Und sie zeigt ganz deutlich auf, wo die König James korrekt und andere Bibeln eben in oder unkorrekt sind. Ja? Da muss man sich das erstmal anschauen. Wenn man dann weiß, was die für eine Arbeit da reingesteckt hat, und wenn man sich dann ein wenig beschäftigt, aber wirklich beschäftigt, mit dem Übersetzungskomitee, das damals stattgefunden hat, um die Bibel zu übersetzen, mit der ganzen Geschichte, alles drum und dran, dann ist, glaube ich, Kritik an der König-James-Bibel wirklich fast schon, möchte ich sagen, überheblich. Ja? Wobei ich nicht sagen will, unnötig, weil kritisieren kann man im Grunde alles. Ja? Warum sorgt Gott denn da nicht für, dass wir eine Bibel in Deutsch haben heutzutage? Kann man ja auch Gott kritisieren. Es ist mir aber ferne davon, Gott zu kritisieren. Er hat nämlich für alles seine Beweggründe. Na? Das mal eben dazu zu dem Thema. Ja. Du bist aus der Sprache gekommen. Danke, Bruder. Hallo, hört ihr mich? Ja, laut und deutlich. Ja, endlich. Ich hatte die ganze Zeit Probleme mit dem Mikrofon, sonst hätte ich schon lange was gesagt. Tut mir leid. Ja, ich würde mich da auch so gerne dran beteiligen. Mein Englisch ist einigermaßen, also ich denke, das reicht dafür aus. Also so wie ich dann Zeit und so und wie es mir gesundheitlich geht, dass ich das schaffe. Ich habe dann eine Frage zu diesem Format, was ihr gerade besprochen habt, von der King James. Ist das denn so, dass die King James in jeder Auflage das gleiche Format hat? Nein. Nee, deswegen. Jede Bibel gibt es in verschiedenen Formaten. Ja, nicht nur die König James, jede. Aber ich hatte genau. gestern mit Victor das mal ausgemessen. Ich habe hier eine sehr interessante König James in meiner Hand, die ausgemessen knapp 24 cm hoch ist und in der Breite knapp 16 cm. Also 16 auf 24 und dann auch auf ganz dünnes Papier gedruckt. Da hatten wir auch bereits drüber gesprochen. Ne, Victor, wie hieß das Papier wieder? Dünndruck oder sowas, ne? Ja, richtig, Dünndruckpapier. Dünndruckpapier. Also auch noch spezielles Papier und alles drum und dran. Man muss natürlich ein Format wählen, was, lass uns mal sagen, gut handelbar ist, dass man gut anfassen kann. Ja? Wo auch 1600 Seiten reingehen, darf man auch nicht vergessen. Das ist in diesem Format hier, sind es 1600 Seiten. Ne? Das muss man auch berücksichtigen. Und es muss natürlich eine Schriftgröße haben, die auch für Leute noch lesbar sind, die schon ein wenig älter sind und vielleicht sogar Lesehilfen brauchen, wie zum Beispiel eine Brille oder sowas. Dass wir das nicht in so ganz kleine Schrift machen. Ich persönlich finde die König James, die ich hier habe, da kann ich ja mal, wenn ihr wollt, mal irgendwann ein Foto von nehmen oder so, kann ich euch das zeigen. Also das finde ich hier mehr oder weniger perfekt und vor allen Dingen auch die Worte von Jesus in Rot, das ist auch etwas, was wir ganz sicher in unserer Bibel übernehmen sollten, im Neuen Testament, dass die Worte von Jesus in Rot gedruckt sind. Das findet man nämlich in keiner einzigen deutschen Bibel. Habe ich noch nicht gefunden. Das wäre echt super, ja. Und das erleichtert das Lesen der Bibel enorm. Wenn ich auf einmal lese, von was steht denn hier in Rot? Ach, das ist Jesus, der da spricht. Muss aber auch nicht rot sein, kann auch eine andere Farbe sein. Ja, müssen wir uns nur einig sein, ne? Rot sticht natürlich gegenüber dem Schwarzen gut hervor. Grün ist mit dem Kontrast und sowas alles ein bisschen schwierig. Also ich glaube schon, dass Rot mit einem bestimmten Grund gewählt wurde. Aber wie gesagt, man kann ja auch das Rot wählen. Da gibt es ja auch verschiedene Sorte Rot. Da gibt es ja leuchtend, da gibt es dunkel, da gibt es Bordeaux, da gibt es Karmin, was weiß ich nicht alles. Das ist diskutierbar, ja. Ich stelle mich hier ja nun nicht hin als dogmatischer Lehrer und sage, von die Jesus-Sprache muss in Rot sein. Nein, aber Jesus, was Jesus spricht, sollte farblich hervorgehoben sein, so wie es bei der König James zum Beispiel in Rot hervorgehoben ist. Das sage ich dabei. Das wäre eine wunderbare Gelegenheit, um das gleichzeitig damit einmal zu tun, ja, zu machen. Ja? Ja, mit dem Format, das, was du da jetzt in der Hand hast, ist ja ein ganz gutes Format. Also nicht zu klein und das ist gut handelbar. Ja, und die Schriftgröße, auch, ja. die ist dann ja fast schon vorgeschrieben, dadurch, dass eine bestimmte Anzahl von Versen und Psalmen da reinpassen.
Also ja. Da kann man ja, das ist ja dann, da müssen wir uns dann ja sowieso einig werden und sagen, wir machen Schriftgröße so und so. Aber was jetzt das Problem vielleicht ist, ist, wir haben ja alle diese Bibel nicht selber vorliegen und wir müssten ja von jeder Seite dann auch wissen, welche Verse und wie viele sind auf der Seite. Verstehst du dann, wenn ich jetzt zum Beispiel meine King James nehme, die ist viel kleiner und ich mich daran orientiere, dann liege ich ja falsch. Ja. Ja gut, es ist ja auch nicht auf jeder Seite dasselbe. Wenn eine Seite vollgeschrieben ist zum Beispiel, dann beginnt das hier oben mit einem Satz von dem Vers davor und hat dann vom letzten Vers auch einen Satz, der noch ein bisschen weitergeht. Also die Schriftgröße ist ungefähr 12 Punkt, gehe ich mal von aus. Wenn man zum Beispiel, ich will jetzt nicht irgendwie was sagen, aber ich gebrauche meistens, wenn ich irgendwelche Texte mache, ich kann euch hier zum Beispiel mal zeigen vom unfreien Willen Vorwort von Martin Luther, hier gebrauche ich eine ziemlich große Schriftgröße, das habe ich aber auch absichtlich gemacht. Das Papier ist inzwischen fertig und wenn der Computer langsam mal aufwacht, dann ist es auch da. Aber hier ist die Schriftgröße hier zum Beispiel Werdana 18 Punkte. 18 Punkte ist wahrscheinlich zu viel für diese Bibel, um da ordentlich auf die Seite zu kriegen. Aber so 14 Punkte ist durchaus lesbar, wenn man das jetzt sieht. Ne? Ja. Machen wir das mal eben hier farblich hinten was dran. Hinterlegen wir das Gelb, dann seht ihr das. Das kann man ganz gut lesen. Und dann kriegt man auf eine Seite schon ganz gut was drauf. Ne? Kommt natürlich darauf an, wie groß die Seite nachher tatsächlich ist. Ne? Ja, das ist ja eben die Aufgabe, die sich oder die Viktor eben auch bereits angesprochen hat. Mhm. Er arbeitet dann ja mit den korrekten Margen links, rechts, oben, ja. Unten, weil man eben berücksichtigen muss die Bindung des Buches, weil man eben hier auf der Seite berücksichtigen muss das Seitenende, dass eben das auch mehr oder weniger, lass uns mal sagen, rechts und links bündig abgeschlossen wird oder zumindest linksbündig abgeschlossen ist und offen und nach rechts einigermaßen abgeschlossen, wie ich das hier probiert habe mit meinem Text hier, wie ihr das seht. Ne? Das geht natürlich nicht, weil hier ist ja dann das Wort Voraussetzung. Dann könnte ich jetzt sagen, jetzt teile ich das Wort Voraussetzung und dann habe ich hier Voraussetzung. Dann ist das vielleicht schon ein bisschen besser damit eingefüllt. Ne? Aber das muss man sehen. Das sind im Grunde nachher auch technische Details und da kenne ich selber viel zu wenig von, um mich darum zu kümmern. Aber der Aufruf von dieser Sendung ist beabsichtigt ja im Grunde auch, hiermit Leute zu erreichen, die auf dem technischen Gebiet vielleicht was davon kennen, die drucktechnisch vielleicht auch noch ein wenig versierter sind als Viktor, der sich das ja alles selbst angelehrt hat, nur durch dafür zu sorgen, das Buch Herrscher des Bösen in einer Druckform machen zu können und jetzt das Buch Hinter den Diktatoren in dieselbe Format gießen will. Aber er lehrt sich das ja alles autodidaktisch an. Und wer weiß, was für Leute diese Videos schauen, die vielleicht sagen von, ja, aber ich bin da so und so und da helfe ich dann. Und dann stößt er dazu und dann hilft er dabei. Das ist doch super, das wollen wir doch. Wir sind doch alle, die wir in Jesus Christus glauben, alle der Körper. Er ist der Kopf, er leitet, sein Geist leitet uns. Aber wir sind alle die verschiedenen Glieder und jedes Glied hat eine andere Aufgabe. Der eine kann besser übersetzen, der andere kann besser schreiben, der dritte kann wieder besser Formate anpassen, der vierte kann besser dies, der fünfte kann besser das. Aber es geht darum, was wir alle zusammen können. Ja, das ist für den Herrn arbeiten und dafür zu sorgen, dass wir denjenigen, die Deutsch als ihre Muttersprache haben, probieren wollen, ihnen eine Bibel zu geben, die den Originaltexten getreu so perfekt möglich sinngemäß übersetzt ist, dass der Sinn rüberkommt, den die Übersetzer bereits in der König James beabsichtigt hatten, weil die König James sich durch die Jahrhunderte, und da könnt ihr jetzt gegen anstinken, wie ihr wollt, weil die König James sich durch die Jahrhunderte durchbewiesen hat, die ist die autorisierte Version. Die autorisierte Version ist die König James nicht, weil König Jakobus sie autorisiert hat. Sie ist autorisiert, weil die Menschen sie autorisiert haben, weil sie dafür gestorben sind, die Bibel allen Menschen zu bringen und die Bibel zu lesen und die Bibel zu verteilen. Und das ist die meistgelesene Bibel der Welt. Und in diesem Fall hat mal die Mehrheit recht. Die König James ist der Maßstab, den man nehmen muss. Und an dem Maßstab wollen wir unsere Bibel dann in Deutsch messen. Das ist die Aufgabe, die wir uns hier stellen. Oder die Aufgabe, sage ich mal eben so, der ich mich gerne stellen möchte und wo ich weiß, dass Michael und Viktor mit am selben Strang ziehen und nicht nur am selben Strang ziehen, sondern auch in dieselbe Richtung mitziehen. So.
Damit habe ich im Grunde gesagt, was ich zu diesem Video heute sagen wollte. Nicht, weil wir schon über eine Stunde sind, das ist mir vollkommen wurscht, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber jetzt kann jeder noch gerne etwas sagen, der etwas sagen möchte, um dieses Video dann irgendwann zum Abschluss zu bringen. Das kann von mir aus auch noch eine halbe Stunde dauern, wenn er noch interessante Dinge zu sagen hat. Bitteschön. Also die King James Bibel ist ja, ist sie nicht auch von verschiedenen dann Englisch dann geschrieben worden? Oder ist es nur einer, der das vertrieben hat oder quergecheckt hat? Nein, es gibt ja da verschiedene ältere, noch mit Altschrift und so weiter und so fort. Also das sollte jetzt nicht Thema dieses Videos sein. Ich habe keine Lust, hier die King James bis ins Detail zu erklären. Es ist folgendermaßen. König James, also König Jakobus, hat in 1604 ein Komitee gegründet, das an drei verschiedenen oder an zwei verschiedenen an drei verschiedenen Plätzen in zwei verschiedenen Universitäten sich hingesetzt hat und in Komitees von 6 bis 9 Leuten jeweils groß verschiedene Teile des der König James Bibel übersetzt haben. Wenn ihr das genauer verstehen wollt, dann solltet ihr euch mein Video anschauen, das ich auf meinem Kanal stehen habe. Did the Catholic Church. Ich probiere es mal eben hier aufzurufen, dann könnt ihr euch das mal angucken. Did the Catholic Church. Give us the Bible heißt das Ding, glaube ich. Und das ist ein... kommt da gar nicht drin vor. Oh, was ist denn jetzt die Suchfunktion, die ich da eingeben muss? Ich habe das doch hier irgendwo. Did the Catholic Church give us the Bible? Das ist in Playlists. Finde ich das da drin? Catholic Traps Divine Program. Hier, Did the Catholic Church give us the Bible? Das ist die Spielliste. Das fängt jetzt an mit dem ersten Video hier. Das war jetzt natürlich nicht die Absicht. Ich wollte gerne die Liste haben, anstatt hier das erste Video. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ey? Ach, das ist in 5 Teilen. Ich habe da keine eigene Liste von gemacht. Ich habe lediglich die anderen Teile verlinkt. Also, gut. Das ist der erste Teil hier. Und an der Basis dieses ersten Teils liegen verschiedene Schriftstücke, die alle hier verlinkt sind. Und eben auch, ich glaube, das hier ist das Reading Books, ist das das Buch von Chick Publications, das ist ein Tract, den er rausgebracht hat. Nein, das ist ein anderer Teil, den wollte ich jetzt nicht haben. Wo ist das jetzt hier? Catalog of Books, Article Scores, Way of Life Org. Also das ist ein Chick-Tract und da steht das alles genau drin. Ja, hier ist Roms Verfolgung der Bibel und dann geht es hauptsächlich natürlich um die König-James-Bibel und so weiter und um andere Bibel. Also hier geht es um die Bibel im Allgemeinen. Also es sind interessante Links damit bei, aber das ist jetzt der Punkt nicht, den ich haben wollte. Warte mal, wo ist das Video jetzt? Ich habe das Comic selber, also das Comic, den Tract, den habe ich. Mal eben schauen. Da, hier. Did the Catholic Church give us the Bible? So, ich habe das selbst eingescannt. Ja, genau, das gibt es gar nicht offiziell als PDF auf dem Computer. Aber das ist hier das Comic, also der Tract, der dem zugrunde liegt. Und da wird gesprochen davon. Wo ist das hier? Wie gesagt, wer sich das in Ruhe angucken will, der sollte die Videos schauen. Aber er spricht hier von der König James, von den, das sind die verschiedenen Texte hier. Dann kommt das irgendwo. Das sind frühe Bibeln. Ja, wenn man das jetzt so eben aus dem Buch raussuchen muss. Hier. Nee, das ist noch mit den Übersetzern. Wo ist das jetzt? Wo sind die Leute jetzt?
Hier, auf Seite 96. Ja? Die Übersetzer wurden zusammengesetzt in drei Komitees. In Westminster, Cambridge und Oxford. Sind euch ja auch bekannte Namen. Ne? In Westminster war die erste und die fünfte Gruppe. Die erste Gruppe hat übersetzt von Genesis bis zweite Könige. Und die fünfte Gruppe hat übersetzt die Briefe des Neuen Testaments. Also die Briefe, das sind dann zum Beispiel die Briefe an die Galater, die Thessaloniker und so weiter. Ja? Das sind die Epistles des Neuen Testaments. In Cambridge, die zweite Gruppe, hat vom ersten Chroniken bis Lieder von Salomon. Und die sechste Gruppe hat die Apokrypha übersetzt. Die Apokrypha sind ja die nicht inspirierten Schriften, die übrigens auch später aus der König James rausgenommen wurden. Ja, das, lest mal das hier unten durch, dann versteht ihr das. Dann die dritte Gruppe in Oxford, die hat übersetzt von Jesaja bis Malachi. Also Malachi war ja der letzte der Propheten, bevor Jesus Christus zurückkam, Abschluss des Alten Testaments. Und die vierte Gruppe hat die die Evangelien übersetzt, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das Buch der Apostelgeschichte und das Buch der Offenbarung. So waren die Komitees zusammengestellt. So, und zwar in total aus wie vielen Leuten? Weiß ich, das steht jetzt, glaube ich, hier gar nicht bei. Ist ja auch wurscht. Dann steht hier halt, die Leute hatten damals bereits gesagt, die Apokrypha ist nicht von Gott, die haben keinen Platz in unserer Bibel. Aber die wurden gezwungen, auf welche Art auch immer, die Apokrypha dazuzufügen. Dann haben sie das gemacht, haben aber die apokryphischen Bücher zwischen das Neue und Alte Testament gemacht, also im Grunde als ein eigenes Stück in der Bibel, dass man ganz deutlich sehen konnte, das ist jetzt das Alte Testament abgeschlossen, hier beginnt die Apokrypha, hier ist die Apokrypha abgeschlossen, hier beginnt das Neue Testament, also man hatte es separiert von der Bibel und sie hatten das Wort Apokrypha oben auf jede Seite aufgedruckt. So, zur Rechtschreibung der König James. Damals, in Beginn des 17. Jahrhunderts, gab es noch eine andere Rechtschreibung in England. Und wer sich schon mal alte Bibeln angeguckt hat, zum Beispiel die Wycliffe-Bibel, die Tyndale-Bibel, die Original-König-James-Bibel, der hat festgestellt, dass man zum Beispiel das U gibt es nicht, das war ein V. Ja? Und man hat dann später zum Beispiel dies umgeändert. Man hat auch früher ein anderes S gehabt. Das S sah aus wie ein F. Ich zeige euch das mal eben in einem anderen Buch, das ich habe. Ich habe ja genug Bücher hier. Wir können ja jetzt von mir aus eine 2-Stunden-Sendung machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. History of the Inquisition von Limborch. Ein tolles Buch, was ich auch mal probiert habe zu lesen, was aber so wenig Interesse gefunden hat, dass ich da irgendwann mal mit aufgehört habe. Jetzt schaut mal, wenn ihr euch das anguckt im Text hier. Ich mache das mal ein bisschen größer, dann kann man das leichter erkennen. Aber 125%. Wenn ihr hier lest, about the year 1200, Pope Innocent III wrote to several, ja, das Wort heißt several, okay? Würde man das jetzt heutzutage gleich erkennen als several? Nee, man würde das lesen several, ja? Das ist ein F oder ein S. Das F und das S unterscheiden sich nur durch einen kleinen Querstrich. Hier seht ihr ein S, ja, Bishops, seht ihr das? Ihr könnt ruhig mal Ja sagen oder so. Ich stelle mal Fragen. Ich weiß das nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Also bei several seht ihr hier, da ist ein ganz kleiner Strich hier. Und several, das ist hier das S. Warte mal, wo haben wir dann das F? That they should banish the Waldenses, the Puritans, Patarines or Territories, Friars, Founder, jeweils ein großes F gebraucht. Hier off zum Beispiel. Off. So, seht ihr das? Hier ist zum Beispiel das Wort off. So, jetzt müsst ihr mal probieren, den Unterschied festzustellen zwischen dem F und dem S. Ist nicht so leicht, ne? Nee. Das wurde geändert. Und auch eben das U, hier ist das bereits mit U geschrieben, wie man hier sieht, bei should zum Beispiel. Ne? Das Wort heißt should hier, ist mit U geschrieben, aber in dem alten Englisch wird das U auch wie ein V geschrieben. So, und die alte König James, also von 1611, die hatte noch das F und S so undeutlich geschrieben wie hier und die hatten das U noch als V. Und dann gab es in 1769 eine Revision der Rechtschreibung, in der man die Rechtschreibung so angepasst hat, wie die König James heute ist, dass wir sie heute haben. Ja, dass sie also so geschrieben ist wie unseren Bibeln auch.
Wir haben ja, die Deutschen haben ja auch noch so ein spezielles S, nicht? Das nennt man ja das SZ. Nur das ist unverwechselbar, mehr oder weniger. Man könnte es höchstens mit einem B verwechseln, ab und zu. Und das war hier eben halt genau dasselbe. Da hat man halt in 1769 hat man alle Vs gelassen. Und da, wo ein V ein U war, hat man ein U für genommen. Und man hat die F und S ausgewechselt, hat das F stehen lassen und hat das S mit diesem S gesetzt, wie hier in Bishops. Ne? Das S, wie wir es heute kennen, hat man dann genommen. Das wurde in 1769 gemacht. Das ist die einzige Änderung, die an der King James vorgenommen wurde. Und die Apokrypha wurde komplett rausgeschmissen. Nachdem man sie erst separat da drin hatte, aber sie dann zum Schluss rausgeschmissen hat, weil es uninspirierte Schriften sind. Die 66 Bücher, aus der die König James heutzutage besteht, 39 im Alten und 27 im Neuen Testament, wenn ich mich nicht irre, sind alle was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Sind alle inspirierte Schriften, so wie Gott es beabsichtigt hat. Deswegen haben wir die Bibel heute, wie wir sie haben. Warum haben wir die Bibel heute, wie wir sie haben? Ja, schaut euch die Videos an. Glaubt ihr vielleicht im Ernst, ich mache mir die Mühe, hier 5 Videos im Englischen zu machen, wenn ich das auch in 2 Sätzen erklären könnte? Nee, das braucht ein bisschen länger. Dafür habe ich dann diesen Track gebraucht. Ist ganz interessant, sich das anzuschauen. Also wenn man sich mit der König James beschäftigen will, bitte. Es gibt auch eine ganze Riesenmenge von irgendwelchen Seiten. Ich habe noch einen alten Browser, den ich jetzt im Augenblick gar nicht mehr gebrauche, weil der so veraltet ist überall. Mal eben sehen, dass ich auf meinen Desktop hier kann, wenn irgendwann das alles geöffnet ist hier. Ich habe noch meinen Internet Explorer, müsste ich da irgendwo haben. Hier, Internet Explorer. Und da habe ich doch auch so spezielle Seiten über die König James irgendwo mal rausgesucht. Da gibt es eine ganze Menge Seiten, wenn man da irgendwas nachforschen will. Bei YouTube. Wo war das jetzt hier? Oh, Jungs, Microsoft Websites. Oh, Daniel Study. Ne, da war das nicht. Oh, wo sind denn die ganzen Seiten über die King James? Oder sind die doch in meinem Safari-Browser vielleicht sogar? Ich habe 20 oder was mehr Seiten, die sich nur mit der König James beschäftigen, über die Geschichte der König James, Bibel und. Die sitzen hier alle irgendwo zwischen. Also da muss man schon ein bisschen mehr Nachforschung anstellen. Man sollte dann auch in das Buch reingeguckt haben von Gail Ripplinger, das ja heißt New Age Bible Versions, ja, da hat sie ein Buch von geschrieben, das hat über 500 Seiten, ich habe das hier auch liegen in Englisch, ganz schwerer Schinken, wo sie eben antont, wo die König James korrekt ist und die anderen Bibeln inkorrekt oder falsch sind. Also da gibt es immer noch eine ganze Menge zu studieren. Ne? Und ich bin ja nun auch nicht derjenige, wo man immer für seine Antworten gehen kann. Ich bin ja auch belanglich allwissend, will ich auch gar nicht sein. Allwissend gehört unserem Herrn zu und nicht mir. Aber ich probiere jede Frage so gut wie möglich zu beantworten. Und du siehst schon, bei der König James muss man schon eine ganze Menge Verstand haben, auch um der König James selber zu vertrauen. Das ist ja auch irgendwo wichtig, weil, schau, wo unser Wissen aufhört, da fängt unser Glaube an, ne? Ja. Und Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Und ich muss eben immer, soweit ich das kann, verifizieren können, dass die Bibel die einzige Wahrheit ist. Und für mich ist die Bibel deswegen die einzige Wahrheit, weil wenn ich alles in dieser Welt an der Bibel messe, dann fällt die Welt durch ein Sieb, da bleibt nichts mehr hängen. Die Maschen der Bibel sind so eng, dass selbst die kleinste Wahrheit in dieser Welt daran hängen bleiben würde, aber da bleibt nichts hängen, weil die ganze Welt nur voller Lüge ist. Für mich ist die Bibel deswegen die Wahrheit, weil an ihr gemessen die ganze Welt als Lüge entlarvt wird. Ja? Wenn die Bibel falsch ist, dann habe ich keine Hoffnung, dann habe ich keinen Glauben, dann habe ich auch keinen Grund zu existieren. Da kann ich mir genauso gut morgen das Leben nehmen. Das spielt dann sowieso keine Rolle. Ja? Also, wo Wissen aufhört, fängt Glaube an und Glaube ist bei mir basiert auf das Wort Gottes und das Wort Gottes ist für mich, der ich in der glücklichen Lage bin, Englisch einigermaßen zu verstehen, in der König James Bibel. Aber ich hätte auch unglaublich gerne eine im Deutschen reiche Sprache. Und noch ein Punkt, den ich gerne anholen möchte. Michael hat ja bereits zu Anfang gesprochen von der Luther 1545, die sehen wir hier ja.
ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir auch den Geist Luthers in diese Bibel mit einarbeiten, durch dieses alte Deutsch oftmals zu gebrauchen. Ja? Er schreibt nämlich, Martin Luther schreibt hier ein anderes Deutsch als in der Schlachter 2000. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, ein bisschen älteres Deutsch zu gebrauchen, wo auch sehr schöne Wörter drin gebraucht werden. Ja? Ich weiß nicht, ob Psalm 53 jetzt ein so gutes Beispiel dafür ist, aber im Allgemeinen, ne, wenn wir uns hier den Anfang der Bibel anschauen, dann ist das doch schön geschrieben. Es ward Licht zum Beispiel. Das ist eine Übersetzung, die kann man gebrauchen. Man muss nicht unbedingt gebrauchen, es wurde Licht. Versteht ihr? Wurde ist wieder so ein modernes Wort. Ward ist mehr so ein altdeutsches Wort. Was aber genau dasselbe aussagt. Ja, man kann man machen und darf man nicht zu sehr hin und her switchen. Ne? Nein, man muss sich halt irgendwie dafür entscheiden. Man muss halt, man kann eben genauso gut die Luther 1545 nehmen und man hält die an die an die König James Bibel. Kann man auch machen, ne? Hier haben wir das Neue Testament und das Alte Testament, habe ich noch beigeschrieben, an KJV. Ja, es ist nicht ganz, ne, weil KJV ist 100% Textus Receptus und die 1545 nicht, wie wir ja hier in diesem Papier von Ebertshäuser bereits gesehen haben. Da sind ja 300 Veränderungen da drin. Ist ja nicht ganz darauf basiert. Ne? Aber dieses Papier kann man sich auch im Internet anschauen, findet man auf meinem Kanal, auf meiner Bibliothek. Kann man ja ruhig mal reinschauen. Und gibt auch sicher noch andere Dinge, wo man sich an Dinge anschauen kann. Hier ist übrigens von Luther vom unfreien Willen das Papier veröffentlicht im Augenblick. So, und jetzt denke ich mal, habe ich wohl inzwischen mehr oder weniger genug gesagt. Ja, aber danke für die ausführliche Erklärung. Also es war gut. Gut, wenn es ausführlich war, dann hat es ja geholfen hoffentlich. Ja, eine sehr gute Idee, das Ganze. Kann ich auch zustimmen. Ich muss aber noch dazu sagen, dass ich da vor sowas Wichtigem, wo man auch eine Verantwortung hat, ziemlich viel Respekt habe. Und da kann ich zum Beispiel sagen, Offenbarung 22, Vers 18. Ich möchte auch keinen irgendwie was unterstellen, dass sie da irgendwas verfälschen oder was weglassen möchte oder so, aber es können ja immer Fehler oder Unachtsamkeiten passieren. Man hat ja damit ja auch Verantwortung und für sich selber und andere. Das ist ja schon den. Das fängt hier bei mir, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weisung dieses Buches hört. Weissagung, nicht Weisung. Genau. Und dann geht es mit dem, also weglassen und so weiter. Also ich habe dann davor sofern Respekt, falls uns selber Fehler unterlaufen, also keine Absicht liegen, das möchte ich keinem unterstellen. Aber es kann sich irgendwas einschleichen und dann würde sich das wieder weiter vererben. Das heißt, nicht, dass ich die Idee schlecht finde oder so, aber davon habe ich halt Respekt. Das sehe ich eigentlich nicht so oder so. Wenn man Fehler passieren jedem, das ist nun mal so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da große Fehler passieren. Und ja, das ist ja auch keine Absicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier bedeutet, dass jemand absichtlich die Bibel verfälscht. Ne? Nicht aus Versehen mal vielleicht das eine oder andere Wort vertauscht. Also in diesem Text von der Offenbarung sind zwei Dinge interessant. Er spricht hier von der Weissagung dieses Buches. Da müssen wir erstmal verstehen, dass hier im 22. Kapitel des Buches der Offenbarung, da wird nur von dem Buch der Offenbarung gesprochen. Da wird nicht von der ganzen Bibel gesprochen. Weil er sagt, dieses Buches. Die Bibel besteht aber aus 66 Büchern. Hier geht es um Weissagung. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Weissagung, der Prophetien. Ja? Also in Vers 18 geht es ganz deutlich nur um das Buch der Offenbarung und nicht um die ganze Bibel.
Und wenn wir die ganze Bibel aufgrund der König James mehr oder weniger, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, ins Deutsche übersetzen wollen, dann wollen wir das ja deswegen machen, nicht weil wir was weglassen wollen, sondern weil wir darauf weisen wollen, dass diejenigen, die die Schlachterbibel übersetzt haben, und das sage ich jetzt ganz mutig mal, absichtlich Dinge verfälscht haben. Weil das kann nicht, dass so viele Fälle, wie wir bis jetzt bereits gefunden haben, die König James, die auf demselben Basistext sich beruht als die Schlachter 2000, dass die König James jedes Mal so korrekt ist in ihrer Übersetzung. Da steckt ein System dahinter. Aber es ist ein sehr ausgeklügeltes System, es ist ein sehr feines System. Es ist ein, Michael wird dieses Wort lieben, ein subtiles System. Ja, vor allen Dingen betrifft es immer solche ganzen perfiden Verse, die, oder oft zumindest, die mit dem Gegenspieler zu tun haben. Das ist ja sehr, sehr auffällig, dass also gerade jetzt für Daniel und Jesaja und so weiter, genau dafür diese Kapitel, eine nicht brauchbare Übersetzung geliefert wird. Das ist nicht so der Aufhänger. Und wenn man da, ich habe da Respekt vor, aber wenn es so sein soll, wird das gelingen. Und wenn es nicht gelingt, dann haben wir zumindest einen ganz großen Erkenntnisgewinn daran. Aber wir haben den Auftrag nach Markus Kapitel 16, 15, and Jesus said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ja, und die Schlachter übersetzt das halt jetzt hier mit. Und er sprach zu ihnen, also Jesus Christus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, und das tut man ja gerade. Das ist ja die Hauptaufgabe. Und wenn man sich daran macht, so eine Bibel zu korrigieren, ist man ja am allernächsten an dieser Textstelle dran. Es gibt ein altes Testament, so nennt sich das, und es gibt ein neues Testament. Und was willst du der Nachwelt hinterlassen? Gibt es doch keinen größeren Wert als wirklich echtes Wissen und echte Wahrheit als sowas. Ganz genau, so sehe ich das auch. Und wenn das die Aufgabe ist, wenn das da steht und das ist unsere Aufgabe, das zu tun, dann weiß Gott auch ganz genau, dass da immer menschliche Fehler sich einschleichen können. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der absolut fehlerfrei ist, auch wenn er das nur mündlich verkündet. Aber wenn wir einen Fehler machen, aufgrund dessen, dass wir damit arbeiten, dann machen wir ja nicht absichtlich etwas verkehrt. Ganz genau. Und unsere Fehler kommen da auch deswegen mit rein, weil der Heilige Geist sie zulässt. Das muss man ja auch mal so sagen. Ja, das denke ich. Die Leute, die damals die Bibel im Originaltext niedergeschrieben haben, wenn wir jetzt mal über den hebräischen Text sprechen, oder wenn wir über den griechischen Text sprechen im Neuen Testament, die Menschen, die die originalen Bücher geschrieben haben, die haben sie ja nicht von sich selbst geschrieben, sondern Gott hat ihre Hand geleitet. Der Geist Gottes hat diese Menschen geführt und der Geist Gottes hat diese Worte durch sie geschrieben. Es war im Grunde Gott selber, der die Bibel geschrieben hat. Er hat die Menschen nur als Werkzeuge gebraucht. Und genau das möchte ich auch sein und jeder, der an diesem Projekt mitarbeitet. Wir wollen Werkzeuge für Gott sein, dass er uns gebraucht, dass wir dafür sorgen, dass wir sein Wort für die Nachwelt in der deutschen Sprache erhalten können. Absolut. Richtig. Eine höhere Aufgabe kann es gar nicht geben. Nein. Tja, wenn da sonst weiter keine Meldung... Sag mal, Renate. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also ich würde auch sehr gerne mitmachen. Ich habe schon mal überlegt, wenn jetzt... Änderungen zur King James sind oder auch Luther, dass man das vielleicht schon gleich gelb markiert und dass dann nochmal einer drüber guckt, dann braucht er ja eigentlich auch nur die markierten Sachen zu überprüfen, dass einer doch nochmal dagegen guckt. Praktisch einer, der es tippt und einer nochmal prüft. Dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler drin sind, ja auch nochmal geringer. Ja, man sollte auch nicht so viel tippen, man sollte eher probieren, mit Copy und Paste arbeiten zu können. Weil das natürlich unglaublich zeitersparend ist, plus es schleichen sich weniger Fehler ein. Wenn ich dann auch noch selber tippe, dann kann ich ja auch noch Tippfehler und sowas damit bei haben. Schau, wie wir das Ganze praktisch anfassen, wie wir das Ganze praktisch angehen, ganz genau, das weiß ich noch gar nicht.
Ich weiß nur, dass das etwas ist, was wir uns jetzt vorgenommen haben und deswegen heute diese Sendung darüber machen. Und dieses Video, das heute am 1. März aufgenommen wird, wird am 7. März veröffentlicht, nämlich nächsten Sabbat tagsüber auf meinem Kanal, wenn ich ja nicht da bin, sondern ich fahre wieder Taxi, ich bin da ja nicht bei. Michael wird aber, denke ich mal, die Premiere dieses Videos begleiten. Und dann werden wir es veröffentlichen und dann warten wir ein wenig auf Feedback davon. Und in der Zwischenzeit werden wir uns darum kümmern, dass wir uns Gedanken darum machen, wie wir das machen können, wie wir das praktisch angehen, wie wir das Vorhaben, das wir im Augenblick in unserem Kopf haben, mit unseren Händen in die Tat umsetzen können. Ja. Die Idee war halt, mit diesem Video bereits dafür den Grundstein, das Fundament zu legen. Und das Fundament ist immer basiert eben auf der Wahrheit, auf Gottes Wort, auf Jesus Christus. Gibt es dann eine neue sogenannte Bibel, nicht Studie, aber wie nennst du das dann, diese Reihe dann? Ja, wir können ja eventuell erstmal ein Forum aufmachen, speziell dafür. Okay. Und erstmal die Hardware dafür schaffen. Also wir können ja keine Bibelstudie jetzt übers Knie brechen, wenn wir erstmal, müssen ja erstmal das Fundament dafür legen. Ja. Es geht ja auch gar nicht um eine Bibelstudie, es geht um eine Bibelübersetzung. Ja, ja, schon klar, ja. Ja, wir müssen schon deutlich den Unterschied verstehen, ne? Ja. Ja, das, mit den Details, das kriegen wir ja hin, das ist ja nicht das Problem. Ja, die Details, es geht darum, 1600 Seiten schreiben zu können, ne? Ganz genau. Ob man das jetzt mit Copy-Paste macht oder Schreiben macht oder wie auch immer, es gibt Leute, die werden sich dafür auf ihren Hintern setzen müssen, um die Dinge zu machen. Neben den Sachen, die sie jetzt schon machen. Und deswegen halt eben dieser Aufruf, hier so viel wie möglich Unterstützung und Hilfe zu bekommen von Leuten, die ebenso kompetent sind, die Kontakt mit uns aufnehmen wollen. Und ihr wisst ja, wie ihr das könnt. Ihr könnt Michael über Skype erreichen mit seinem Namen. Ihr könnt mich über Skype erreichen mit meinem Namen. Ihr könnt vor allen Dingen erstmal Kommentare unter dieses Video dazu schreiben. Ne? Und ja, also. Also wenn ich etwas Technisches da reinwerfen könnte, dann, wenn das jetzt um was so Umfangreiches geht und vor allem auch mit mehreren Personen, dann brauchen wir unbedingt ein Versionskontrollsystem. Das haben viele Arbeitsgruppen in den beruflichen Alltag ausgetestet und sowas ist eigentlich dann unverzichtbar. Tja, und wie man das alles dann in die Praxis umsetzt, das wird die Zukunft ausweisen. Ich denke, dass wir mit diesem Video heute, oder hoffe ich doch, dass wir mit diesem Video heute einen gewissen Grundstein gelegt haben. Und da wir jetzt schon stramm auf die 2 Stunden zugehen, möchte ich es auch gerne hierbei jetzt erstmal halten. Ich möchte mich bedanken für eure Beteiligung dabei, für eure Anregungen, für eure Einwände, für eure Ideen, die ihr damit reingebracht habt. Und sage, ja, ich verbleibe heute mal nicht mit meinem Satz, lies deine Bibel, sondern... Das habe ich mir schon gedacht. Ich verbleibe heute mit meinem Aufruf an einen jeden, mal in sich zu gehen und sich zu fragen, ob er an dieser Aufgabe selber mitarbeiten möchte, um Früchte im Namen des Herrn zu zeigen. Denn an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das hat Jesus Christus in der Bibel gesagt. Und wir wollen dafür sorgen, dass wir eine Bibel in Deutsch hinstellen können, wo man dann auch als Deutscher stolz sein kann. In der Hinsicht stolz meine ich jetzt in einem positiven Sinne, nicht im Jesaja 14 satanischen Sinne, sondern wo man stolz sein kann, dass man daran mitgearbeitet hat und dass man sagen kann, danke Jesus Christus, danke Heiliger Geist, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, an einem solchen Projekt mitzuarbeiten. Und alles machen wir nur zur Ehre des Herrn Jesus Christus. Amen. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5.
shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.